Servus an die YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid zu diesem neuen Stardew Valley Part. Und ich weiß, ihr wartet immer so gespannt auf die neuen Stardew Valley Parts, aber ich lade die für euch wirklich schon so schnell hoch, wie ich kann. Das Ding ist, ich bin gerade eigentlich 5-mal die Woche live und habe natürlich auch noch andere Kanäle zu bedienen und ja, ich investiere zwar auch sehr viel Zeit in diesen Kanal, aber natürlich auch in meinem Hauptkanal, meinen TikTok-Kanal und in alle anderen Kanäle. Also seht es mir nach, wenn ich jeden Tag ein Part kommt. Ja, auf jeden Fall haben wir heute große Pläne und das auch gemeinsam mit dem Twitch-Chat, der hier oben euch begrüßt. Habt ihr hoffentlich schon gesehen, die sind nämlich heute wieder ganz süß drauf. Und wir möchten nämlich dieses Mal einen neuen Stall bauen. Ich weiß, wir haben gerade einen Stall gebaut, wir haben ja die Verbesserung von unserem Hühnerstall gemacht. Wir haben letztes Mal auch noch Enten geholt, Bobo und Boba. Richtig süß. Aber dieses Mal werden wir einen Kuhstall bauen. Das ist mein Ziel für heute. Und auch, was ich noch machen muss, ist endlich anfangen mit Lia. Also ich möchte ja wahrscheinlich Lia heiraten. Und wir müssen da endlich mal anfangen, der regelmäßig Geschenke zu bringen. Genau, das ist so der Plan für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, vergesst nicht, ein Abo da zu lassen, um diesen kleinen Cozy Gaming Kanal zu unterstützen. Und ja, wir gehen rein. Let's go. Oh, guck mal, die ganzen Einmachteile sind hier echt am Schuften. Wir haben ja voll viel Geld. Haben wir die ganzen Ressourcen schon fertig für den Stall? Wir brauchen ja 15.000, soweit ich... Oh, stimmt. Herbstbeginn. Wir haben ja aufgehört mit dem Quallenfest. Ah, oh, wieso wusste ich das gerade nicht mehr? Aber jetzt weiß ich es wieder. Also, wir haben aufgehört mit dem Quallenfest und... Jetzt ist Herbst, das heißt, wir müssen hier neu pflanzen. Oh, wir haben hier heute richtig viel vor. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ihr seid bereit für einen ganz langen Stardew Valley-Part hier. Und hier wachsen auch meine Bäume schon richtig gut. Das sind ja diese zwei hier. Ihr seht schon, die sehen ganz anders aus. Oh, der wächst hier auch. Oh, interessant. Das ist nämlich eine andere Baumart. Ihr seht schon, das ist... Der Kiefernbaum, der Eichenbaum und der Ahornbaum. Oder umgekehrt. Aber das hier ist diese neue Art von Baum, die es jetzt gibt. Wo dieser grüne Regen war, habe ich nämlich zwei Baumsamen gefunden mit seltsamer Baum. Und die wachsen jetzt ja auch schon. Da bin ich auch richtig gespannt, was da rauskommt. Das ist unser Popofruchtbaum. Der gibt uns jetzt leider keine Früchte mehr, weil es ist Herbst. Der hat keinen Bock auf Früchte im Herbst. Leider. 12.000. Bau für den großen Stall. Ich dachte, es wären 15 gewesen. Mach eine Puzzlepause. Hast du recht, Sophie. So, hier sind Bobo und Boba. Die sind jetzt auch erwachsen. Und oha, da ist voll viel Moos auf den Bäumen. Hallo, ihr Süßen. Denen geht's gut. Bobo und Boba. Cuties. So, machen wir hier mal das Moos weg. Übrigens, das blaue Gras ist jetzt lila geworden, weil Herbst ist. Ey, ich feiere das voll. Das passt so gut hier rein. Ich weiß, es gibt diese Mods und so, wo die Ästhetik dann nochmal schöner ist und nochmal cozier ist. Aber ich muss ehrlich zugeben, der Herbst in Stardew Valley ist auch so voll schön. Also, es ist richtig ästhetisch. Ich liebe den Herbst von den Farben her. Dieses Orange. Okay, und jetzt haben wir auch diese Enteneier, die wir abgeben können. Lieb die Farben da im Herbst. Das ist so cool. So schön. Ich liebe das auch total. So, wir können jetzt auch schon aus den Entensachen Mayonnaise machen. Ich mache aus dem einen mal Mayonnaise. Das andere geben wir ab. Und, oha, wir müssen gucken, dass wir die neuen Sprinkler machen, damit wir die alten wegmachen können. Was brauchen wir denn für die? Wir können ja jetzt die machen hier. Ja, genau. Oh, verfeinerter Quarz. Ich habe einen verfeinerten Quarz. Boah, wie bekommt man den? Ich glaube, durch die Recyclingmaschine? Wenn man da Quarz reinmacht? Kann das sein? War das die Recyclingmaschine? Hier, die. Brauche auf jeden Fall mal Eisenbahn. Hier, einen habe ich ja. Aber ich habe ja auch ganz viel anderen Quarz.
Weiß das der Chat? Oh mein Gott, wie viel Gold? Wie viel Golderz willst du haben? Cersei sagt, ja. Erstmal ein paar Gummibärchen, also weit seid so viel. 6K. 350 Holz, 150 Stein für die Scheune. Für die Scheune, für den Kuhstall. Nur 6K. Hä, dann müssen wir das unbedingt machen. Das ist ja voll wenig. Okay, aber wie sieht es um meine Stein- und Holzressourcen aus? Das ist auch okay. Das wäre ja dann auch genug. Nach dieser einen Nachricht da im Chat. Ne, dann gucken wir da mal gleich hin. Aber, oh, Golderz brauche ich ja für die Sprinkler. Ja. Und? Für die Eisenbahn habe ich. Goldbahn habe ich. Einen verfeinerten Quarz habe ich. An mehr komme ich jetzt gerade nicht, wenn ich die Recyclingmaschine nicht habe. Das heißt, ich brauche... Ja, gut. Gar nichts, ja? So. Und da packe ich jetzt CD rein, glaube ich. Dann kriege ich eventuell, wenn ich Glück habe, verfeinerten Quarz. Oder normalen Quarz. Hätte ich Quarz reinpacken sollen? Boah, ich weiß es nicht. Ich habe zu lange kein Stardew Valley mehr so weit gespielt, ne? Das ist echt wild. Okay, Ahornsirup muss ich noch abgeben. Teer nicht mehr. Teer gehört hier aber auch nicht rein. So. Entenei muss ich abgeben. Was ist mit dem Pepperoni? Ich glaube, die waren zum Einmachen. So. Ich muss ja sowieso zum Laden auch mir die Sachen holen. Ja, richtig. Okay, kannst beides. Müll und den normalen Quarz reinmachen. Krieg ich bei CD auch verfeinerten direkt. My K-Pop-Page, das ist kein GTA 6. Ich würde dir gerne sagen, dass es bereits GTA 6 ist, aber... I'm sorry. Da müssen wir noch warten. So. Rein da. Ich glaube, das war hier das mit dem Entenei, oder? Nee. Doch. Nein. Mann, warum kann ich mir das nicht merken? Aber das Teerzeug müsste hier irgendwo sein. Ahornsirup meine ich. Auch nicht? War das alles drüben? Okay, ich bekomme das CD auch direkt verfeinerten Quarz. Yeah. Yeah. Ah ja. Hä? Doch, nein. Hier, das Entenei zumindest mal. Und wo kam das nochmal hin? Also das hat ja gerade geblinkt. War das hier? Tatsächlich. Okay, Bündel komplett. Yeah! Okay, das ist gut. Herbstfülle. Mhm. Winter brauche ich nur mehr das und Herbst kann ich ja jetzt sammeln. Wir brauchen da noch Haselnuss und Brombeere. Easy. Haben wir auch heute komplett. Das schaffen wir. Schaffen wir easy. Was ist hier? Ja, das kann ich alles nicht machen. Beziehungsweise es ist noch immer nicht gefixt, ne? Nein, leider nicht. Bei der neuen Quest, also nee, nicht bei der neuen Quest, sondern wenn man jetzt neu anfängt, ist dieser Bug tatsächlich schon behoben. Das habe ich tatsächlich ausprobiert. Also wenn ihr jetzt neu startet, gibt es diesen Bug nicht mehr, dann ist eure Quest auch direkt erfüllt. Aber die vor dem Bugfix bereits angefangen haben, bei denen bleibt das leider. Ich weiß nicht, für wie lange. Aber irgendwie sieht das nicht so aus, als würde das weggehen. So. Hofgebäude errichten. Gucken wir mal. Ihr hattet recht. 6000 nur. Ich kann das bauen. Aber wohin? Wohin bauen wir das? Boah, schwierig. Vielleicht hier? So neben die Baumfarm? Oder eben hier? Also ich möchte halt hier, also wenn wir weiter im Spiel sind, später möchte ich das hier nicht mehr haben. Also
Irgendwie fühle ich diese Felder hier nicht, weil das so eine kleine Anbaufläche ist. Da würde ich so meine Obstbäume oder so hinpflanzen. Ich würde da eher Felder, ja, hier hin machen. Da ist ein bisschen mehr Fläche oder so. Ja, hier wäre auch okay. Aber wo machen wir den Stall hin? Vielleicht hier so beim Fluss? Das wäre eigentlich ganz cute, wenn die hier so ihren Auslauf hätten. Dann, also Fluss, das ist ein Teich, sorry. Und hier so den Teich ein bisschen mit einrahmen. Dann ist hier so der Stall. Das könnte süß sein. Würde ich die hier so hinbauen? Das könnte niedlich sein. Ja, ich mach das. Ich werde morgen früh damit anfangen. Yeah. Yeah. Oh, ich muss mit den Leuten reden. Ich vergesse das immer. Ich möchte aber nichts schenken. Maro mag Edelsteine. Sie benutzt sie immer für ihre Erfindungen. Aha. Hallo Maro. Hast du die Minen schon viel erkundet? Ich habe gehört, dass du dort einige nützliche Materialien finden kannst. Ey, ich bin bis zum Grund gekommen, Maro. Bis ganz nach unten. Das musst du mir mal nachmachen. Kriegt sie eh niemals hin. Cersei, ich finde, du hast den perfekten Platz gefunden. Ja! Das ist gut. Wenn du das auch so siehst. Ich finde das immer süß, wenn man denen auch Trinkmöglichkeiten gibt. Und YouTube hat ja wieder gesagt, dass mein Hund arm ist, weil ich denen kein Wasser gebe. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind, er hat einen Fluss, er hat ganz viele Teiche, er kann ja die ganze Zeit theoretisch Wasser trinken. Ich muss sein Näpfchen, was das auch immer ist, die Schale nicht mit Wasser füllen. Das Problem ist, er bekommt kein Futter und ich kann ihm auch kein Futter geben. Darüber macht sich keiner Gedanken. Naja. So, zu Pia wollten wir noch. Ja, wieder da. Und Terrabrezel, hallo. Schön, dass du da bist. So, Kürbis brauchen wir ganz viel. Weil da brauchen wir ja Goldqualität. Ich nicht, mach mehr mit. 13 Tage. Brauchen wir auch ordentlich lang. Mais. Ach, Mais haben wir. Mist, hätte ich nicht kaufen müssen. Auberginen, Senfkohl, Süßkartoffel. Preiselbeere. Weizen. Weizen brauchen wir auch noch voll viel, oder? Für die Qualität. Ich glaube ja. Brauchen wir auch ein paar Goldqualitäten da. So, Feensaat, Amaranthsaat. Brauche ich das für was? Weintrauben. Brauche ich das für was? Nehmen wir 5 mit. Ich habe hier keinen Platz mehr. Hier, die Brombeere kannst du haben. Die auch, ich werde eher eine finden. Süßkartoffeln habe ich, Preiselbeere habe ich. Ich nehme von jedem noch mal 2 mit. So, Aubergine. Mais habe ich eh. Amaranthsamen. Okay, dann hole ich da noch 5. Weintrauben habe ich jetzt auch. Jetzt kann ich auch 2 von den Feendingern nehmen. Ist jetzt auch egal. Und Sonnenblumen. Ich glaube, Sonnenblumen habe ich auch noch zu Hause. Gut, das haben wir eh alles. Alles klar. Okay, jetzt wäre es ganz, ganz wichtig, die Sprinkler herzustellen. Ich hoffe, dass wir jetzt schon 2 von diesen tollen Sprinklern herstellen können, also dass die CD jetzt endlich verwertet ist. Hallo Kirschli, hallo! Na, wie geht's dir stets? Und dann können wir ja 3 gute Sprinkler schon mal drüben aufstellen, weil wir haben ja jetzt 3. Da ist auch noch einer. Ah ja, guck mal, das ist schon fertig. Sehr schön. Packe ich da direkt die nächste CD rein. So. Ah ja, kein Platz mehr. Alles klar. Okay. Viel zu viel Zeug hier drin.
Tomatenmayonnaise. Die muss ich gar nicht abgeben, die kann ich verkaufen. Ja, dann verkaufen wir mal. Ich finde, ich habe eigentlich für den Anfang schon richtig krass viel Geld. Wie habe ich das geschafft? Ich weiß es gar nicht. Okay. Jetzt muss ich Sprinkler herstellen. Kann ich nicht, weil... Goldbahn, stimmt. Oh. Und jetzt fehlt mir die Kohle, weil ich vergessen habe, Holz reinzupacken. Aber ich kann ja zwei herstellen. So. Dann fange ich jetzt da drüben irgendwo meine Felder an. Ich wäre so für hier. Unter dem Kuhstall. Und unter der Kuhweide. Da habe ich auch genug Platz. Und auch direkt Wasser da. Falls ich doch mal was gießen muss. Ich hoffe, ihr habt alles schönes Wetter. Also ich habe mega schönes Wetter gehabt. Leider nicht alle heute. Was ich so auf Insta gelesen habe. Manche haben gar kein schönes Wetter gehabt, leider. Oh. Sind die Bäume von alleine gewachsen, als der grüne Regen war? Das ist doch dieser skurrile Baum. Ich glaube, die haben sich selber angepflanzt. Kann das sein? Hundertpro haben sich die selber angepflanzt. So, ich würde hier so machen. So, und das bewässert ja dieses komplette Feld. Und dann hier. Hier. Und hier. So. Und da fangen wir jetzt an, ein richtig schönes Feld zu machen. Und wir werden immer mehr Sprinkler hinzufügen. Ich hasse diese anderen. Ich hasse die, die vier Felder gießen. Das ist einfach unnötig. Das ist so umsonst. Hab Bombenwetter. Ja, wir hatten auch richtig gutes Wetter heute. Ich hoffe, bei denen, wo das Wetter nicht so gut ist, wird es morgen besser. Bei mir fängt es gleich an zu regnen. Der Himmel sieht zu dunkel aus. Ja, okay. Bewölkt ist es jetzt auch, aber es war vorhin schön. Ich glaube auch, dass es jetzt bald regnet. Oh, Dr. Dodo, hörst du gerade zu? Ich habe es jetzt auch nicht so für Pixelgrafik, aber Stardew ist schon süß. Wetter ist heute sehr durchwachsen, alles dabei. Oh weia. Oh weia. Ja, bevor es zu regnen anfängt, kannst du da die Polster vom Balkon holen? Das wäre toll. Dass du die noch reinholst. Das wollte ich vorhin noch machen, aber ich habe es nicht mal geschafft. Ich war zu müde. Oh nein, es ist Nacht, Leute. Ich gieße das jetzt, damit ich gleich drauf pflanzen kann. Und ich habe ja auch noch Dünger. Den hole ich jetzt auch noch. Ich habe noch Dünger. Phoenix, hallo. Und den Weizen kann ich ja hier erstmal pflanzen. Der ist eh in 4 Tagen fertig. Phoenix, wie geht's? Servus. Servus. So. Da fehlen ja gerade auch welche, aber egal. So. Wann ist denn die Sonnenblume fertig? 8 Tage? 12 Tage? 13? 14? 5? Kann aber mehrmals geerntet werden. Nee, dann nicht. Hier Senfkohl. Senfkohl ist auch noch richtig schnell fertig. Dann mache ich den jetzt auch noch hier hin. Dann nehmen die mal unten keinen Platz weg. So.
Gold haben wir hier. CD haben wir auch hier. Boah, geht ja voll gut voran. Und den Dünger, den muss ich nämlich vorher ranklatschen. Hier, Geschwindwachsdünger habe ich. Ich wollte eigentlich so einen anderen haben. Hier, Standarddünger, verbessert die Qualität. Genau, das wäre wichtig bei den Kürbissen. Die müssen Goldqualität bekommen. Gut, selbst. Auch gut. Alles fein. Sunny, danke dir für deine 7er Streaming-Serie. Yeah. Vielen, vielen Dank. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Ich hätte noch Geschwindwachsdünger, den packe ich jetzt auch einfach mal hier hin, damit der mal verwertet ist hier. So. Mhm. Was ist da drüben gerade gerannt? Da ist gerade irgendwas, irgendein Lebewesen war da gerade. Ich habe hier ohne Monster eingestellt. Also eigentlich kann es nicht sein. Hä, was war das gerade? Mein Hund ist doch auch jetzt schon drin. Ein Hase wahrscheinlich. Okay. Oh, und, oder ein Eichhörnchen. Okay, die laufen hier auch rum. Alles klar. Ach, ich war kurz irritiert. So, Quarz brauche ich noch. Nein, falsch. Da. Ich habe ja voll viel Quarz, oder? Genau, 37. 37, unglaublich Quarz. Unglaublich viel Quarz. Ey. Es ist nicht reingegangen. Das geht nicht. Quarz kann ich da nicht reinpacken. Ich dachte, ich kann das. Nur CDs. Muss ich Quarz dann hier reinpacken mit Kohle? Wahrscheinlich. Hallo, Nacho. Nacho will nicht. Nacho will nicht gestreichelt werden. Ja, wieder ein bisschen gelb gemacht. Eichhörnchen läuft gerade bei mir durch den Bildschirm von Animal Crossing. Ecki, danke dir für 150 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche dir auch einen schönen Feiertag. Also bei uns ist ja nicht Feiertag, aber ich wünsche dir einen schönen Feiertag. In Österreich hat man an Karfreitag keinen Feiertag. Nur Müll geht dort. Ja, voll. Also geht Quarz nur im Ofen dann, im Schmelzofen. Da kommt das Geld. Quarz mit Kohle zu verfeinern. Okay, oh, dann muss ich ja Kohle dafür opfern. Ist ja auch doof. Aber wir müssen ja nur Bäume fällen und dann geht das schon. So, das heißt, das packe ich so rein. Das wird ja auch schneller ready sein, oder? Ich habe gerade keine Kohle dafür verbraucht. Ich glaube, ich habe gerade keine Kohle dafür verbraucht. Kann das sein? So viel Recht hast du, mach dir was zu essen. Ja, leider nicht mehr. Hatte immer frei an dem Tag. Oh no. Alles gut, Fiji. Hast du eine Idee, welches Inselthema ich machen kann bei Animal Crossing? Was hast du denn generell so im Leben gern für, also wo fährst du gern hin auf Urlaub oder was machst du gerne? Also ich fände es ja auch richtig cool, da habe ich mich aber noch nicht dran getraut, so eine richtige Urlaubsdestination zu machen. Also als Thema einfach ein Club, so ein Urlaubsclub, wie man das so kennt, aus, keine Ahnung, diversen Urlaubsländern. Mallorca oder so. I don't know. Das ist richtig, das ist so zelebriert, weil es ja auch eine Insel ist. Das finde ich cool. So mit Hotel und so. Was hast du herausgefunden, Deadly Panda?
fertig für heute mit Erdkunde. Yeah, la! Eigentlich wollte ich heute noch raus, aber bei uns regnet es heute wohl nur. Nein! Unfair. So, jetzt muss ich das nochmal angucken. Ich habe jetzt 6 Kohle. Okay, doch, es geht 1 drauf. Never mind, es geht 1 drauf. Ich dachte schon, das verbraucht nichts. But that's not true. Okay, die Hühner legen jeden Tag, die Enten jeden zweiten Tag. Okay, dann habe ich das jetzt auch begriffen. Auch nicht schlimm. So, und wir können schon wieder neue Sprinkler herstellen. 2 neue. Yeah. Geht doch voll. Robin ist schon am Bauen hier. Stellt den ersten Pfeiler auf. Good girl. So, dann kommt hier noch einer hin. Und hier. Oh, ich muss den Baum fällen. Kein Problem, ich brauche eh Holz. Urlaubsinsel könnte ich dir eine Inspo geben, aber gut, kein Hotel. Hab dich auf YouTube durch Animal Crossing gefunden. Grüße aus der Schweiz. Der Pixeldichter, Hallöchen. Grüße aus Oberösterreich an dich. Ey, richtig, richtig cool. Ja, Animal Crossing spielen wir jetzt wieder jeden Sonntag. Und wir haben da letztens die Wüsteninsel, also Pure Valley, auch beendet. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen eine neue Insel beginnen mit einem neuen Thema. Vorher muss ich aber noch eine Challenge für YouTube aufnehmen. Ich habe keinen Dünger mehr. Nee. Aber da wird's bald losgehen. Grüße aus Niederösterreich. Ja, hallo. Servus. Nein, in Stardew Valley ist keine reale Zeit. Nein, nein, nein. Die Zeit vergeht voll schnell hier. Noch schneller als wie in Palia. Noch viel schneller als in Palia. Die vergeht hier richtig krass schnell. Okay, den Mais habe ich oben. Dann pflanze ich den mal da dazu. Den habe ich ja im Sommer schon gepflanzt. Irgendwie habe ich unabsichtlich bei Pierre das gekauft. War ein bisschen dumm. So. Sollen die da mal dazu wachsen beim anderen Mais? Sag Bescheid, wenn du Ressourcen oder Nook-Buy-Tickets brauchst. Ich helfe gern. Das ist super lieb. So, ein paar Kürbisse habe ich noch. Da brauche ich ja, wie gesagt, 5 von den goldenen. Das ist viel. 5. Okay, und wir brauchen auch noch mehr Sprinkler. Alles klar. Dann würde ich hier eigentlich nach unten noch gehen. Oder? Ich kann das noch nicht kaputt machen hier, oder? Nein. Sollten echt die Spitzhacke verbessern. Kostet 10.000, meine ich. Und Eisenbarren. Eisenbarren habe ich aber jetzt auch nicht mehr so viele. Ich glaube, da ja Robin bald mit dem Stall fertig wird, ich glaube, morgen hämmert sie auch noch. Und dann fokussieren wir uns ja eh... Dann fokussieren wir uns ja eh eher auf die Tiere. Dass wir... Jetzt noch in die Mine gehen, ein paar Erze holen. Hier Eisenerz brauche ich ganz dringend, Kupfererz auch ein bisschen was. Und alles Notwendige einfach holen, was wir zum Bauen brauchen hier. Und dann gehen wir die Spitzhacke ab für 2 Tage. Das muss man auch immer so ein bisschen abwägen, weil die Spitzhacke, die brauchst du eigentlich fast jeden Tag. Ist ein bisschen schwierig. Das ist die Idee. Ich mache einfach nichts auf meiner Insel. Sag einfach, sie sei naturbelassen. Genau, Terrorbrez. Es gibt ja auch eine Challenge, dass man eine schöne Insel macht ohne Terraforming. Eigentlich ist es auch nur so, dass man sich dann weniger Arbeit macht. Wenn man... Ja, schon eigentlich. Ich finde schon. Man hat weniger Arbeit. Philine hat mir einfach ein Nageldeko-Set geschenkt. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Wenn es jemand haben will, meldet euch bei mir. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? So.
Es ist jetzt 13 Uhr. Bisschen spät für Mine. Meine Sonnenblumen muss ich noch anpflanzen. Ich glaube, ich habe noch mehr Sonnenblumensamen. Ha, guck mal, zwei sind da noch. Oh, und ich habe auch die hier. Oh. Nee, das ist Sommersaat und das ist Frühlingssaat. Okay. Also für meinen Hopfen, nee, für meinen Wein brauche ich noch einen Sprinkler. Eisenbarren fehlt. Oh. Haben wir gleich. So. Und Holz. Ganz dringend Holz. Maja, hallöchen! Hab mir jetzt auch Animal Crossing Lego gekauft. Der Aufbau in deinem Stream hat mich irgendwie inspiriert. Hab jetzt Monas Kürbisgarten und den Mimis Outdoor-Spaß. Ja! Oh, ich glaube, Mimis Outdoor-Spaß bekomme ich zum Geburtstag von meinem Bruder. Da freue ich mich auch drauf. Das werden wir dann auch gemeinsam bauen hier im Stream. Machen wir wieder ein paar Lego-Streams hier. Das war ja auch mega cozy letztens. So, hau drauf, Girl. Wie geht's dir, Maja? So. Oh. Hab den Baum ins Wasser fallen lassen. Upsi. Kann passieren. Sein Holz. Geht es zu schnell aus, Oma. Jetzt muss ich auch mal diese ungewöhnlichen Bäume fällen hier. Irgendwas hat es doch mit denen auf sich. Gut, das ist schön zu hören. Mir geht's auch sehr gut. Okay, die droppen auch noch normal Holz. Die sehen halt anders aus. Aber wenn man die anzapft, das ist jetzt die Frage. Wenn man die anzapft, was kommt aus denen raus? So, weil der oben ist ja noch nicht groß. Dann zapfen wir jetzt mal den an. Ist das auch ungewöhnlich? Ich glaube ja. Kann ich den nicht anzapfen? Nein? Ich kann nicht. Oh, ich dachte, den kann man anzapfen. Ich habe einen Mülltonnendeckel als Hut bekommen. Ich glaube, das Game denkt, ich bin Trash. Nein, nein. Du findest nur weirde Sachen. Den kann man nicht anzapfen. Ich dachte, da kommt dann irgendwie ein neuer Saft oder so raus. Ich habe mich schon gefreut. Okay. Jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug für noch weitere Sprinkler. Zwei sogar noch. Brauche ich gar nicht mehr. Aber ist okay. Besser haben als nicht haben. So, dann, wo mache ich jetzt weiter? Ich würde sagen, hier doch. Aber dann weiter nach rechts würde ich jetzt nicht mehr gehen. Ich wollte jetzt auch nicht nach oben gehen, weil da ist ja, da kommt dann der Zaun für die Tiere hin. Für die Kühe. Und ich möchte denen eigentlich einen ziemlich großen Auslauf geben, weil wenn ich dann den Stall ausbaue, kommen ja immer mehr Tiere dazu. Und ihr wisst schon, das kann dann ziemlich voll werden. Mit der Zeit. Vor allem in Stardew Valley. Ich glaube, wie viele Tiere kann man insgesamt in einem Stall halten, wenn das komplett ausgebaut ist? Ich glaube, das waren mehr als 10, oder? 12, genau. Das sind dann schon richtig viele. Deswegen brauchen wir da einen großen Auslauf. Ganz viel Platz für die Tierchen. So.
Dann gehen wir morgen in die Mine. So. Morgen gehen wir in die Mine und dann holen wir uns noch Ressourcen und dann kümmern wir uns ganz um die Tiere, weil wir haben ja unser Ziel für heute eigentlich schon erreicht. Wir haben einen Stall gebaut. Wir brauchen ein neues Ziel, Leute. Was soll unser neues Ziel werden? Stein habe ich gar nicht. Oh. Aber ich kann mir Schokoriegel machen. Für die Mine. 12, ja. Yeah. Okay. So. Und wir brauchen morgen keine Kupferaxt, wir brauchen keine Gießkanne, keine Sense und auch keine Stahlaxt. Nee, brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir doch für die Würmer. So, ab ins Bettchen. Neues Ziel, Folge 6, schneller als 5. Resort aus. Ich dachte, du hast Part 4 noch nicht gesehen. War da nicht was? Hast du nicht gerade eben gesagt, du hast Part 4 noch nicht gesehen? Ich habe da doch was gehört. Ich täusche mich doch nicht. Stream Sonntag 9 Uhr. 9 Uhr neuer Zeit. Ja klar, neuer Zeit. Was hast denn du gedacht? Hä? Es wird ja um Mitternacht umgestellt. Nee, hab gesagt, da gucke ich 4 nochmal. Ach so. Oh, dann habe ich das falsch verstanden. Wir werden besucht von der Fee. Ja, wie cool. Oh, ja, mein Kürbis. Mein Kürbis ist mit Glitzerflocken beträufelt worden. Mal gucken, ob das den Kürbis kaputt gemacht hat. Immer dieses Mikroplastik in meinem Kürbis. Sophie, Prost! Was kann da mein Kürbis für? Oh, guck mal, wir haben einen Brief bekommen. Hallo Dodo, ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Ja, ist okay, aber der muss auch wachsen. So, das kommt hier alles rein. Das brauchen wir gerade nicht. Jetzt noch die Tierchen. Natürlich kommt bei dir eine Fee. Ich habe Mülltonnenhut und eine Hex. Ich war brav. Du nicht? Ein neues Küken ist geschlüpft. Warum wird vorgeschlagen, das Pipi zu nennen? Jetzt muss ich es Pipi nennen. Ich kann nicht aus. Ich muss es Pipi nennen. Danke, Spiel. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Vorschlag. Hallo, Pipi. Oh, no. Ey, da waren wir ja mit Bobo und Boba noch richtig gut. Jetzt geht's weiter mit Pipi. Es hat stark nachgelassen, Leute. Es hat wirklich stark nachgelassen. Oh, no. Okay. Robin hat mittlerweile einen zweiten Pfeiler aufgestellt. Ich gratuliere dir. Und wir haben fertige Kürbisse, obwohl die eigentlich noch 12 Tage wachsen. Oh, und 2 goldene. Das ist gut. Und fertige Weinreben. Ey, also die Fee war ja krass, ey. Richtig krass. 2 goldene ist mega gut. Brauchen wir ganz dringend. Wir brauchen 5 für das Community Center. 5 Stück. Aber wir gehen jetzt trotzdem in die Mine. Hilft dir alles nichts. Ich brauche Eisenerz. Also Eisenerz brauche ich ja sowieso für die Verbesserung von der Spitzhacke. Es wird ja dann eine
Eisenspitzhacke. Und da brauche ich sehr viele Eisenbarren. Ich glaube 5. Das sind viele. So, jetzt erstmal hier. Hallo, meine lieben Monster. Ich brauche Kupfer. Okay. Dann nicht. Hallo, ich brauche Kupfer. Aha, einen einzigen Stein kriege ich mit Kupfer. Wenigstens habe ich in einem random Stein Kupfer gefunden. Oh. Kirschli, willkommen zurück. Was hast du gegessen? Ich habe es mir leider nicht gemerkt. Vielleicht magst du es mir nochmal verraten. Oh. Wie dieses Kupfer. Ist ja noch Kupfer? Kupfer, Kupfer, Kupfer. Hier könnte noch ein heißer Tipp sein. Nee. Oh, aber das da. Und den brauche ich eh auch noch einige. Ah, doch, eins gibt's noch. Yeah. Heute komme ich mit der Tastatur wieder nicht klar. Einfach Profi am Start hier. Das ist die letzte Rolle, die mir fehlt. Ich glaube, ich habe die jetzt doppelt. Und ich habe erst 2 Rollen. Willst du sie haben? Oh, was ein Gemetzel hier! Schert auch niemanden, dass ich hier mehrere Morde begehe. In dieser Mine. Ich meine, ja, ich erledige Monster, aber trotzdem bringe ich sie um. So, Kupfer nehme ich noch mit. Warum sind denn heute so viele von diesen Raupen da? Bäh. Das ist ekelhaft. Ekelhaft ist das. Du möchtest auch kaputt gemacht werden? Na, danke sehr. Oh. Ey, dieses... Habt ihr das gerade gesehen? Dieser Schleim und darüber diese grüne Alge. Es hat irgendwie ausgesehen wie so ein schleimiges, grünes Herz. Ich dachte gerade, was kommt da denn raus? Vor allem waren das nur der Schleim, also das Schleim-Item und darüber dieses Grünalgen-Item. Das sah richtig ekelhaft aus. Einen kurzen Moment lang. Ey, Teacher Mac, Happy Birthday! Wir haben hier jetzt schon 2 Leute, die heute Geburtstag haben. Alles Gute zum Geburtstag. Luke hat auch Geburtstag. Heute. Ich habe es auch nicht gesagt. Es gab Hefezopf. Aha. Hefezopf haben wir tatsächlich auch heute mit nach Hause bekommen. Dann ist Mama, hat nämlich Hefezopf gemacht. Oh, Omnigioden, gleich 2. Jackpot. Aber dann weiß ich, warum ich es nicht wusste. War doch nicht meine Lostheit. Okay, wir haben 22 Kupfer. Das ist natürlich jetzt... Nur so semi, aber wir gehen mal zu Eisenerz. Das ist gerade ein bisschen wichtiger. So. Ja. Raum, danke dir für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Und auch Improx, danke für dein Follow. Und der Pixeldichter, danke für dein Follow. Ich denke, ich habe es noch nicht vorgelesen. I'm sorry. Schön, dass ihr da seid. Das freut mich sehr. Spielt ihr auch alle in Animal Crossing, wollte ich schon wieder sagen. Spielt ihr auch alle Stardew Valley da im Chat? Könnt ihr mir mal gerne mitteilen. Und wenn ja, spielt ihr auch den neuen Farm-Typ oder wartet ihr gerade noch aufs Update, weil das auf den Konsolen noch immer nicht da ist? Herr lieber Concerned Ape da draußen,
Wann kommt es? Gefühlt die halbe Welt wartet auf Stardew Valley. Gefühlt natürlich. Oh. War da jetzt echt Kupfererz drin? Ist auch cool. Oh. 3 gefrorene Tränen? Really? Das ist auch geil. Spiel kein Stardew Valley. Und gefällt's dir trotzdem beim Zugucken, Leon? Weil du bist schon sehr oft da. Ich spiele auf dem PC die neue Welt durch dich wieder Bock bekommen. Ah, richtig cool. Yes! Ja, es ist schon... Ich musste es einfach neu anfangen, weil es auch gerade bei mir ewig lange her ist, dass ich es gespielt habe. Und wie gesagt, ich bin noch nie ins Endgame gekommen. Und vielleicht schaffe ich das mit diesem Let's Play hier. Wenn ihr ganz lange ganz viel Bock auf Stardew Valley habt, dann werden wir das hoffentlich auch schaffen, dass wir ins Endgame kommen. So, diese Staubwuseln. Von denen muss man richtig viel killen. Für die Gilde. Komme ich gar nicht hinterher bei denen. Weil man von denen so viel braucht. Noch eine Zwergenschriftrolle. Cool. Ganz viel Quarz. Quarzi, Quarzi, Quarzi. Wenn du hast vergessen, dass du ab 17 Uhr streams. Ja, 17 Uhr ist die Zeit. Ich muss hier diesen Bonsai wegstellen. Der steht hier. Guck mal, mein Bonsai. Der steht einfach hier im Weg. Kann ich den Chat nicht lesen wegen dir? Pff, Freiheit. Enyari, Hallöchen. Wie geht's dir? Schön, dass du vorbeischaust. Ich hol mir erst dieses Jahr-Stadio. Wann möchtest du dir denn das holen? Und wo? Auf welcher Plattform? Also holst du es dir wahrscheinlich für die Switch, oder? Wir haben hier noch keine Leiter gefunden. Jetzt. Aber Zimina, du bist ja jetzt da. Spiele gerade Disney Dreamlight Valley. Das ist auch schön. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber ich muss euch sagen, bei Disney Dreamlight Valley, das habe ich ja auch eine Zeit lang relativ oft gespielt, auch im Stream. Und da habe ich jetzt genau dieses Problem, das ich normalerweise bei Stardew Valley nach einer Zeit habe. Ich habe jetzt ewig lang nicht mehr gespielt und finde den Anschluss nicht mehr. Ich meine, das ist bei Stardew Valley vielleicht noch ein bisschen komplexer und schwieriger, da wieder reinzufinden. Aber ich habe halt dieses Gefühl gerade auch, dass ich nicht mehr reinfinde. Ich habe es mir extra für den PC gekauft, dass ich das Update spielen kann. Oh ja, ich auch. Habe aber auf die Standardfarm gewechselt. Kenkuro. Übrigens, hallo Kenkuro. Die andere hat mir zu viel Grasfläche, wo ich keine Nutzpflanze anbauen kann. Ja, das stimmt. Das hat sie tatsächlich. Hier gibt es wirklich sehr, 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 sehr viel Grünfläche. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich packe die Reissaat weg. Jetzt habe ich noch eine Saat. Ich will eigentlich den Edelstein. So. Das ist natürlich blöd. Dass ich jetzt Sachen wegschmeißen muss, die ich eigentlich nicht wegschmeißen will. Ich brauche wirklich oben eine Truhe. Das funktioniert so nicht. Ich muss Zeug abladen. Ja, diese kleinen Dusty Boys, ey. Die sind so gemein. So viel Eisenerz habe ich jetzt noch nie gefunden, leider. Da ist noch was. Mir geht's gut. Das ist schön. Mir geht's auch gut. Hab noch dran gedacht, ja. Auf der Switch im Sommer, ja. Ah, okay. Muss aber mobile Daten sparen. Alles klar, Leonie. Danke für deine Lurk-Unterstützung. Hallo zusammen und euch einen schönen Abend. Hallo, Probierschnutte.
Hallo Engelchen auch an der Stelle. Hallo Dodo, ich habe dich auf YouTube entdeckt und mir gefällt deine ruhige Art. Ich warte auf das Update, wobei ich überlege, ob ich es mir für den PC hole, da auf der Switch das Angeln so anstrengend ist. Oh, das verstehe ich. Auf der Switch ist das echt ein bisschen... Also Angeln ist generell nicht leicht, also auch auf dem PC ist es nicht allzu leicht, aber viel, viel besser als auf den Konsolen, natürlich. Das verstehe ich voll gut. Und Engelchen, schön, dass du da bist. Freut mich voll. Aus! Lass mich in Ruhe. Okay, da ist noch ein bisschen Erz. Ab wann beginnt das denn, dass das so viel Erz ist, das da auf einmal spawnt? Ich hätte gern noch solche Levels. Traue mich nicht, meine Insel zu löschen bei Animal Crossing. Das verstehe ich, Mavi. Das muss auch gut überlegt sein. Okay, da haben wir auch nur eins. Aber vielleicht wird es besser. Ich habe direkt den großen Rucksack geholt. Das muss ich unbedingt auch machen. Mehr als dringend. Oh, hallo. Fledermäuse, ciao. Kein Bock auf die ganzen Fledermäuschen. Ich sollte sie zwar alle killen für die Gilde, aber kein Bock. Ey, wie viele Geoden ich gerade finde, ist wieder krass. Ist auch gut so. Für Gunther. Ich tue alles für Gunther. Für Gunther und sein Museum. So, jetzt kommt mal bitte eine Ader oder so. Wo ein paar nebeneinander stehen. So 5, 6 Stück. Das wäre toll. Wenn ich überhaupt noch unten finde. Hallo? Leiter, öffne dich. Leiter, öffne dich. Was ist denn los? Es wird spät. Oh no. So viel habe ich doch noch gar nicht gefunden. Oh, und ich habe keine Energie mehr. Okay, never mind. Oh, ich hätte ja noch Schokoriegel, aber das bringt nichts. Ich muss nach Hause. Ich muss hier eine Truhe oder so hinstellen, damit ich meine Sachen ablagern kann. Ganz dringend. Hallo und frohe Ostern. Schön, dass du eine Runde streamst. Ja, hallo, Tupfenteufel. Ich bin auch Sonntag live. Und frohe Ostern zurück. Frohe Ostern generell auch an den Chat, ne? Frohe Feiertage an die, die Feiertage haben. Also die, die einen Feiertag heute haben. Nicht meine lieben Österreicher. Die Armen. Oh, da ist schon wieder was fertig. Na, egal, ich gehe schlafen. Kann ich ja auch morgen machen. Bleibt die Truhe da stehen, wenn du sie in die Mine stellst? Ja. Also du musst sie schon auf die Seite stellen, weil wenn du eine Truhe wohin stellst, wo Leute lang gehen, hier zum Beispiel, auf diesem Weg, wenn da ein NPC langläuft, dann wird alles zerstört und alles kaputt gemacht. Deswegen stell die irgendwo hin, wo du dir sicher bist, da geht kein NPC hin. Und in der Mine brauchst du die einfach auf den Rand stellen. Dann ist das eigentlich ziemlich bedenkenlos. Ja, und das machen wir. Ich glaube, ich brauche eine andere Kiste für die Mine, oder? So viel Zeug. Aber ich muss das ja eigentlich auch gar nicht horten hier. Also ich habe jetzt 65 Kupfer, 45 von dem und 97 von Gold. Das ist mir zu wenig. Ich gehe heute nochmal in die Mine. Das ist mir leider wirklich zu wenig. Dann werde ich jetzt hier mal kurz eine Truhe machen. Das nehme ich mit, das lasse ich da. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas Seltsames. Oh, habe ich die Truhe ausgetauscht? Hä? Wie ist das gerade passiert?
Oha, hier ist voll viel fertig. Da, ich wollte in die Biene gehen. Blow. Blub. Hunger ruft, Mahlzeit. Matt Rabbit, was kochst du denn heute? Bitte sag nicht, du kochst jetzt wieder Lauchsuppe. Der Stall ist fertig. Okay, heute gehen wir noch in die Mine. Morgen holen wir uns dann Tiere für den Stall. Und geben die Spitzhacke ab. Oh. Ah. Hier explodiert alles. Die Tiere hatten auch kein Essen mehr. Ah, das habe ich jetzt natürlich vergessen. Das ist natürlich blöd. Ich muss denen noch Essen bringen. Erinnert mich nach dem Minengang, dass ich denen noch Essen hinstelle. So, hier mache ich das hin. Kann ich jetzt zum Beispiel die Haselnuss und diese Kupferhacke hier reinpacken. So. Und hol noch ein bisschen Eisenerz. Okay. Wann fängt denn das Eisenerz an? Beziehungsweise ja, es fängt ab Level 40 an, das weiß ich, aber gibt es da irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, dass das dann öfter in den tieferen Gegenden auftaucht, so kurz bevor Golderz anfängt? Oder ist das random? Ich weiß es gar nicht. Gab es den Knopf an der Truhe zum Einlagern schon immer? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß so vieles nicht. Leonie übrigens, danke für die Fünfer-Serie. Und Engelchen, danke für dein Follow. Und Cooper, danke für dein Follow. Und Öttchen, danke für dein Follow. Herzlich willkommen an alle neuen Follower. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr hier seid. Das freut mich sehr. Schön, dass ihr hier hingefunden habt. Zu mir. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Da ich immer noch kein Internet auf der Switch habe, spiele ich ein bisschen auf Animal Crossing das DLC weiter. Oh, erzähl unbedingt, welches Haus du gestaltest. Ey, da gibt es ja manchmal so skurrile Anfragen bei Animal Crossing. Bei diesem Happy Home Paradise, wo man eben die Ferienhäuser gestaltet für die Bewohner. Da gibt es manchmal so skurrile Anfragen. Ich hatte mal... Sie möchte ihre eigene Schule haben. Wer möchte zu Hause seine eigene Schule haben? Also ja, man möchte ein tolles Büro haben, wo man mal arbeiten kann oder eben Hausarbeit machen kann und dass man schön eben Platz hat und so. Ja, aber wer möchte seine eigene Schule zu Hause? Keiner ist so verrückt. Ja, das ist so crazy teilweise. Oder irgendwer wollte seinen eigenen Hafen haben. Wo ich mir auch denke, am Hafen stinkt es doch nach Fisch. Und nach Algen. Und da ist alles glitschig. Und wer? I don't know. Hallo Lilly. Wie geht's dir? Dass es auch damit auf sich hat, dass diese Dusty Boys, ein paar von denen hauen immer ab sofort. Und ein paar kommen zu dir her. Auch komplett random. Ein paar greifen dich an, ein paar schrecken sich und hauen ab. Dieser Geist, ne? Total kaputt. Oh no. Ausruhen ist angesagt, Lilly. Mir geht's sehr gut. Wollte noch mal eben ein Follow da lassen. Schaue aber erst die vorigen Folgen auf YouTube zu Ende. Habt einen schönen Stream. Alles klar, Ötchen. Lass dich nicht spoilern. Und vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ich lade dich so schnell ich kann hoch. Versprochen. Morgen werde ich wieder schneiden. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich heute nach dem Stream noch schneiden. Damit ich die in der Nacht hochladen kann. Also, Leute. Ne? Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe. Ich hoffe, ihr kennt das und merkt das.
Ich habe auch heute Morgen, obwohl eigentlich heute mein freier Tag ist, habe ich heute Morgen auch schon geschnitten an dem Hauptkanal-Video. Das definitiv mehr Schneidearbeit ist, als ich mir es jemals gedacht habe. Aber ja, gut. Ich will ja auch, dass es gut wird. So. Das ist nicht unbedingt mehr Eisenerz. Da ist noch was. Oh, und Kohle. Kohle brauche ich auch. Kohle, Kohle, Kohle. Also, ich fühle mich hier wohl. Immer wohl. Probier schon, das freut mich. Die hatte ich auch mit der eigenen Schule. Wer ist denn so verrückt, ey? Ich wundere mich gerade, warum mir kalt ist. Dabei habe ich vergessen, dass mein Fenster offen ist. Sophie, Fenster schließen und einen Rappen in die kuscheligste Decke, die du zu Hause findest. Das ist ein Befehl. Ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt an der Switch. Kann ich zu dir flüstern. Dafür müsstest du noch die Dodo-Coins einlösen. Das haben wir so als Regel festgemacht. Die hast du aber jetzt nicht eingelöst, oder? Nein. Zumindest nicht in den letzten 30 Minuten. Also dafür müsstest du 10.000 Dodo-Coins sammeln und dann einlösen. Ja. Weil, würde ich das so machen, würden halt voll viele wollen, dass wir befreundet sind und dann wäre halt meine Freundesliste sofort voll und das ist, sie ist wirklich bald voll. Also nicht mehr lange und ich kann keine Freundschaftsanfragen mehr annehmen, leider. Dann müssen wir auf die Switch 2 warten, bis ich wieder welche annehmen kann, weil die dann leider voll ist. Die Freundesliste. So, okay, jetzt haben wir dann genug Eisenerz. Sehr schön. Damit wir mal 2 Tage über die Runden kommen. Das ist gut. Keine Eile, bin erst beim 3. Stadion. Okay, dann hast du nur mehr einen. Ah, Part 5 sollte bald kommen. Morgen hoffentlich. So, da ist noch eins. Und dann gehen wir raus. Ist eh schon wieder 5 Uhr. So, wo ist nochmal die Leiter nach oben? Da. So, also ab Level 60 findet man ein bisschen mehr. Das ist gut. So. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal kurz in die Gilde. Ich möchte nämlich mal schauen, ob ich schon irgendwie so weit bin bei irgendeinem Monster, das ich gekillt habe. Dass ich dann eine Belohnung kriege. Muss man mal nachgucken. So. 180 von 1000 Schleim. Toll. Nein, bin ich noch nicht fertig. Das Einzige, was ich fertig habe, sind Höhleninsekten. Staubgeister, ja guck mal. Das sind diese Dusty Boys, die ich die ganze Zeit... Ja, doch. Dust Balls, so nenne ich sie. Staubgeister. 500 braucht man dafür. Steinkrab. Hä, ich kenne 4 Gegner noch gar nicht? Wie ist denn das passiert? Oder ich habe sie halt einfach noch nie gekillt. Krass. Grüße. Ich kann denen das verkaufen. Ja, nimm. Take it. Vergiss deine Tiere nicht. Nein, nein. Ich muss sie noch füttern. I know. Aber danke trotzdem für die Erinnerung. Und danke für deine Dreier-Serie. Basti, Hallöchen. Oh, und danke Riso für deine Erinnerung. Ihr seid brav. Ich habe mich mit 4 Decken eingekuschelt. Perfekt. Ich finde die neuen Bäume irgendwie weird. Wie findet ihr die neuen Bäume? Die sind schon weird, oder? Die sehen schon irgendwie komisch aus. Vor allem, warum haben die keine Blätter? So, genau. Die haben hier nur mehr 3 Stück Futter. Es sind aber schon mehr als 3.
alle mal kurz kuscheln und lieb haben. Perfekt. So, Clint ist jetzt leider nicht mehr da. Aber ich glaube, wir brauchen sowieso noch ein paar Erze. So. Da packen wir noch die Eier rein. Okay. Ja, damit kommen wir klar. Damit kommen wir easy klar. Für 2 Tage. Ja, genau. Wir brauchen wirklich noch Erze. Ich glaube, ich brauche 5. Für die Erweiterung. Und dann kann ich ja schon mal hier alles füllen mit den ganzen Geoden. So viel sind es gar nicht. Hier muss der Gunther noch eins bekommen. Das nehmen wir auch gleich mit. Alles, was wir mit Gunther haben, mit haben. Gunther, die habe ich schon. Weil immer, wenn Gunther dabei steht, dann haben wir das noch nicht abgegeben. Da steht Gunther nicht mehr dabei. Das heißt, das dürfte ich schon abgegeben haben. Ja, okay, da haben wir schon eins. Das haben wir schon mit. Okay, das war es hier eh schon. Ja. Aber ich glaube, ich habe hier noch was. Den Seestern. Irgendwo habe ich den Seestern noch. Was ist denn der Seestern? Da. Okay, das ist alles für Gunther. Das packen wir mal hier rein. Ja, Tjark, ich bin halt vertieft ins Spiel, aber dein erstes, also dein drittes Hai habe ich gelesen. Tjark. Du weißt schon, dass ich deine, du weißt schon, dass ich deine früheren Nachrichten in dem Chat, ja, schon lesen kann. Du hast erst 2-mal Hallo gesagt und ich habe dein erstes Hai vorgelesen. Ach, das ist schon ein bisschen blöd, ne? Tja, das ist schon ein bisschen peinlich. Das muss nicht sein, sowas. Wirklich nicht. Ey, Maya, Party! Okay, die sind versorgt. Also ist gut. Ich habe die ganzen Geoden mit. Und hier ist noch ein bisschen was an der Mache. Die sollen schneller weitermachen. Habe ich nicht gehört. Aber dann brauchst du auch nicht nochmal Hallo schreiben, weil du bist es doch schon von mir gewohnt, dass du weißt, dass ich auf Hallos reagiere. Wenn du das ja eh weißt, ist das ja vollkommen unnötig. Okay, die sind morgen fertig. Dann habe ich 5 Eisenerz und dann geht's los. Und hier müsste ich noch 3 füllen. Warum habe ich das vergessen? Ich muss es immer gleich machen. Leute, wenn ich das aufschiebe, ist es nicht gut. Hier, wir machen jetzt eingemachten Kürbis. In der Truhe hast du noch eine blaue Box. Echt? Okay. Die hole ich noch. So eine Fragezeichenbox. Die werde ich gleich noch holen. Malfas, wie gesagt, man bekommt normales Holz. Es ist sehr unspektakulär. Ich habe bei dir nichts aufs Hallo reagiert. Das tut mir leid, Lotus. Aber es war auch gelogen, dass er schon 4-mal Hallo geschrieben hat. Es war nur 2-mal. Ich mag das nicht, wenn man lügt. Ich hasse das sogar. Blaue Box, blaue Box, blaue Box. Okay, da war nichts. Wo war eine blaue Box? Wo war eine blaue Box? Da! Danke dir! So, jetzt holen wir noch kurz die Sachen von den Hühnern und von den Enten. Machen wir gleich Mayonnaise draus. Clint ist eh jeden Tag da. Das ist eine gute Angewohnheit von Clint. Noch 3 Tage, dann Winterjahr 2. Oh. Oh. Was macht man denn in Stardew Valley im Winter? Was macht man da primär? Hat man da irgendwie eine Tätigkeit, der man nachgehen kann, die spannend ist.
in die Mine gehen. Und wenn ich die Mine schon fertig habe? In die andere. Irgendwer schreibt jetzt in die andere Mine gehen, oder? Sich langweilen, zumindest ist es bei mir so. No. Ich habe meine Gießkanne auf Gold gezogen und mich um meine Tiere gekümmert. Okay, Phoenix, ja. Ja, das ist cool. Stimmt, man kann das einfach nutzen zum Erze sammeln und zum Aufbessern von den Werkzeugen. Das werde ich auch so machen. Hallo Dodo, du bist zur perfekten Zeit aufgetaucht. Ich muss leider los, bin bei meinen Eltern zum Essen eingeladen. Kleines Nilpferd Mahlzeit, lass es dir schmecken dort. Schön, dass du so lange da warst, habe ich sehr gefreut. Okay, also ich werde auch wahrscheinlich das so machen, dass ich da mich auf das fokussiere. Okay, es ist unser neues, besondere Bestellungsbrett. Robin und ich haben es von Grund auf neu aufgebaut. Gab's es denn schon mal? Louis, du hast nur die Nägel gehalten. Hat er jetzt einen fahren lassen? Das klang jetzt irgendwie sass. Hab neue Tiere nachgekauft. Das ist gut. Ignoriere sie. Jetzt lass mich erklären. Seit Dodohof wieder im Geschäft ist, hat sich die lokale Wirtschaft wirklich belebt. Dodohof. Infolgedessen haben mich einige der Ortsansässigen nach einer Möglichkeit gefragt, lokale Zutaten für ihre Geschäfte oder persönliche Projekte zu beschaffen. Okay. Übrigens gibt es ja seit dem neuen Update auch neue Belohnungen. Wurde ja versprochen. So kamen Robin und ich auf die Idee, ein neues, besonderes Bestellungsbrett, wo es für die Leute mehr Sinn macht, größere Aufträge aushängen können, anstatt bei der alten Tafel vor Pierres Laden. Okay. Ich bin gespannt, was die neuen Belohnungen sind. Ja. Alles gut. Ich freue mich drauf, zu helfen. Hä? Ich weiß nicht, wir werden sehen. Nee, ich freue mich drauf. Das dachte ich mir. No, Robin mag nicht. Also, bist du dabei? Nun, ich bin sicher, dass du beschäftigt bist, also werden wir dich nicht länger von deiner Arbeit abhalten. Wie immer weiß ich deine Bereitschaft zu schätzen, deinen Beitritt zu leisten. Ja! 15. bis 17. ist der Nachtmarkt und 23. Winter ist Lias Geburtstag. Oh! Oh, gut zu wissen. Bis zum nächsten Mal, kleines Nilpferd. Bye-bye. Oh, ist so schön im Herbst hier. Weißt du, dass man auf Y drücken kann und dann so Emotes machen kann? Ja, das weiß ich. Ja. So. Hier. Ich suche einen extra seltenen und mächtigen Schleim. Nein. Aufruf an alle Amateur-Paläontologen. 100 Knochen. Nein. Okay, das sind alles richtig blöde Sachen. Nehme ich gar nichts an. Ist ja alles voll anstrengend. Okay, jetzt Geoden aufbrechen für Gunther. Oh, erst ab 9 Uhr. Ich habe keine Angel mit. Hey, hallo, Zucker Prime? Das heißt Zucker Prime heißen? Habt ihr schon einmal Immortal Phoenix Rising gespielt? Nein. No. Wir spielen aber generell hier eigentlich, also wir sind hier spezialisiert auf Cozy Games. Und die Mine in Stardew Valley nehmen wir einfach mal so mit. Genau, weil ich Lia heiraten wollte. Das ist auf jeden Fall eine gute Info. Steht auch noch, also wahrscheinlich werde ich sie heiraten. Lisa! Prost! Hallo, Laura. Okay, jetzt hat er offen, der klingt. Erst Geoden. So. Dann pack mal aus deine Totems. Immer diese Strandtotems. Oh, Kaffee. Oh. Und Berge? Bergetotem? Was ist ein Bergetotem? Wo führt denn das hin? Uff. Kommt da mal was Interessantes? Ja, das ist neu. Zitronenstein.
Oh, und ein Kyanit. Popcorn, danke. Und Tee, danke dir. Popcorn. Ich habe deine Nachricht gelesen, dass du was rausgefunden hast, aber ich habe dann das nicht gelesen, was du rausgefunden hast. Kannst du gerne nochmal schreiben. Ich war gerade im echten Leben angeln mit Freunden. Würstchen braten, bin gerade erst zu Hause. Oh, das klingt spannend. Mein Platz ist voll. Kannst du es hier hinstellen? Okay, danke. Bin hier wieder voll versorgt worden, Leute. Ceci, die ihre eigene Schule wollte, ist Wilma. Sie ist schon wieder am Strand und will ihre eigene Schule. Ignoriere sie! Sag ihr, sie will das nicht! Wer will denn seine eigene Schule zu Hause? Ist doch schlimm. Ich habe keinen Platz mehr, ja. Das ist doof. Dann gehe ich mal eben zu Gunther und gebe ihm das Zeug. Ich hoffe, ich kriege eine schöne Belohnung von Gunther. So, einmal hier ein Steinchen, da ein Steinchen und hier ein Seestern. Da gehe ich mal hier hin. Noch ein Steinchen. Schriftrolle. Oh ja, Belohnung. Und noch eine Belohnung. Ja, zwei Belohnungen. Obsidianvase und Kürbissaat. Ja, das kann ich direkt anpflanzen. Perfekt. Wie soll ich meine Schule nennen? Also die normale, die man da gestalten kann. Boah. Keine Ahnung. Ich habe meine einfach Dodo-Schule genannt, glaube ich. Es ist jetzt wieder ein Kyanit. Und ein Erinit. Oh Gott. Aerinit. Die mal mit ihren Namen hier. Wer hat sich denn die Namen ausgedacht? Nee, warte, ich brauche nicht das. Ich brauche Werkzeuge aufbessern. Und zwar, genau, die Spitzhacke. Danke, ich fange an. Ja, bitteschön. Beeil dich. Julia, willkommen zurück. Dass in 1.6 bei Robin das Farmhaus bewegt werden kann. Was? Das Farmhaus? Also man kann es umstellen, das... Willkommen zurück, Julia. Also man kann es umstellen, aber wohin denn? Das ist ja cool. Findest du den Namen Brooklyn School? Ja, wieso nicht? Brooklyn. Ist auch cool. Brooklyn wäre so funky, Brooklyn. Aber Brooklyn School, ja. Klar, wieso nicht? Ey, ich habe schon richtig viel gespendet hier für Sommer, Jahr 1, nee, sorry, Herbst. Wir haben Herbst. Herbst, Jahr 1. Trotzdem viel. Bin stolz auf mich. So, dann gehen wir wieder zur Bushaltestelle. Es gibt hier Popcorn ASMR wieder mal. Ihr kennt das schon von mir. Ich habe heute einen Streamer gesehen, der nannte seinen Strauß Blumen wegen Strauß Blumen. Das musstest du gar nicht erklären, Phoenix. Ich glaube, das war auch so klar. Das ist kreativ. Oh Mann. So. Dann können wir das hier schön verkaufen. Da kommt eine Menge Geld raus. Bei viermal Mayonnaise kommt schon ordentlich was raus. Sehr schön. So, und jetzt haben wir ja gesagt, wir fokussieren uns jetzt auf die Tiere. Das heißt, hat Mani heute offen?
glaube ja. Dann gehen wir mal direkt zu Mani. So, Weizen brauche ich ja auch ganz schön viel für das Community Center noch. Ich glaube 10. Das müsste ich jetzt aber auch haben. Dann kaufen wir heute noch eine Kuh. Nee, 2 Kühe. So, warum wächst hier überall Moos? So, Mani, Hallöchen. Ich möchte Tiere kaufen. Ja, genau, eine Kuh. 2 Kühe. So. Mal gucken. Masibos, Nossig, Sitas, Prema, Rucho, Brahma, Katrina, Feso, Tech, Rasko, Pina. Pina finde ich süß. Pina erinnert mich so ein bisschen an Fall of Porcupine. Sollen wir Pina nehmen? Chat, was sagt ihr? Henfer, Hallöchen und danke dir. Pina und Pana. Pina und Pina und Pini. Also Pina ist gut, Chat stimmt mit ein. Und die zweite? Pina und boah. Bion, Pina, Pinas, Pinas. Pina und Pinas. Das ist auch irgendwie cute. Muss ganz dringend niesen, aber es geht nicht. No, Leon, lass es raus. Riesa, diese Maus. Ist das ein Jahr, Riesa? Oder ist das so ein Sass? Aber ich kann mir sonst nichts merken. Okay, ich mach's. Es ist einfach random vorgeschlagen worden. Ich find's witzig. So, Pina und Pinas. Dann muss ich mit ihr noch quatschen. Rein können wir noch immer nicht. Schade. Okay. Hey Leute, ist euch das eigentlich gerade bewusst? Wir haben Kühe. Wir haben einen Kuhstall und wir haben Kühe. Ist euch das klar? Es ist richtig cool. Wir machen so krass Fortschritt hier. Hallo, Mina. Geht's dir? Hallo, ihr zwei. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. So, ihr dürft auch gleich raus, ihr zwei Babys. So, ihr habt zwar noch keinen Zaun, aber bekommt einen ganz, ganz bald. Phoenix, danke für dein Follow. Danke dir. So, Kürbis müssen wir abpflanzen. Und dann machen wir uns einen Zaun für die zwei. So. Was zahlt sich denn eigentlich im Herbst am meisten aus, was man anpflanzen soll? Frage über Frage. So, dann haben wir das hier. Dann packen wir Gold rein. Gold werden wir auch noch ganz viel brauchen. Okay, Weizen müssen wir abgeben.
Ja, 10 Stück, denke ich mal, waren das. Warte, da gebe ich die ab. Muss ja keine gute Quali sein. Brauchen wir uns nicht so Mühe geben. Wo habe ich denn die anderen Totems rein? Habe ich die hier rein? Ja. Weiß ich, ich nutze die nie. Kannst du euch nicht sagen, warum, aber ich nutze die wirklich nie. Nutzt ihr die Totems? Mani, kannst du Farmers Land schenken? Das liebt sie. Oh, stimmt, das habe ich ja. Wo? Wo habe ich das nochmal hingepackt? Da. Meinst du das? Nee, das ist was anderes. 25.000 Pokés verdient. Yes, Sophie. Geh dir Wasser holen. Alles klar, Sophie. Immer schön hydriert bleiben. Mir geht's auch gut, Mina. Ich bin heute endlich mit Ausmisten fertig geworden. Jetzt muss ich das ganze Zeug nur noch verkaufen, verschenken. Oh, krass, Mina. Das wird sicher richtig gut sein. Also, es wird sich richtig gut anfühlen. Was immer gut, wenn man beim Ausmisten... Ich muss auch dringend mal über alles durch... mich durchwühlen. Das wäre auch mal was. So. Wir brauchen eigentlich voll viel zum Anpflanzen, weil wir haben hier richtig viel frei. Außer ich mache das jetzt hier dann weg. Ich denke, ich werde es auch im Winter wegmachen. Mais, Aubergine und Kürbis brauchen wir hier noch. Und hier Haselnuss und Brombeere. Haben wir. Das Einzige, was ich noch nicht habe, ist Aubergine. Aber ich warte, glaube ich, noch, bis ich die Aubergine dann habe. Dann mache ich vorher die Zäune. Irgendwas halt immer, ne? Ja. Irgendwas gehört immer ausgemistet. So, dann brauche ich das hier und meine Steine. Ich habe nicht viel Steine. Eieiei, könnte mir zum Verhängnis werden. So. So, machen wir mal das. Fangen mal langsam an. Ich glaube, wir machen das so hier rüber. Ja. So. Wie weit hoch? Dass sie nicht ausbüchsen können. Ich glaube, ich mache es hier. Können die dann da durch? Nee, oder? Nee. Niemals. So, perfekt. Dann von hier an. So, wie gesagt, das werden ja irgendwann 12 Tiere. Das heißt, es sollte schon groß sein. Ist es für jemanden, der Pflanzen liebt, okay, in einem Gewächshaus zu wohnen? Klar, Leon. Warum nicht? Kirschli, bis gleich. Sophie, bis gleich. Holt euch was zu trinken, Leute. So, hier wollte ich ja ab da starten. Mal hier ein bisschen aufräumen. So. Da wollte ich ab hier starten. Ich glaube, ab hier. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter nach rechts gehen, damit die wirklich ordentlich Platz haben. Ich habe jetzt noch keine Türen reingemacht, weil ich noch nicht weiß, wo ich die am besten platziere, also die Tore. Aber mir geht eh gerade mein gutes Stein aus und ich habe ja gerade keine Spitzaxt. Ja... Aber kann ich das... Nee, ich kann das nicht mit der anderen Axt wegmachen. Dann sollte ich jetzt mal ein bisschen hier aufhören. Ich glaube, ich ziehe die Grenze hier.
klar. Ja, ich glaube, das ist groß genug. Das ist groß genug. Ich meine, ja, für Tiere könnte der Auslauf eigentlich nie groß genug sein. Das muss ich schon sagen, aber jetzt für dieses Game hier. Oh nein, das habe ich falsch platziert. Upsi. Das kann ich halt nur mit der Spitzhacke wegmachen. Mit der Axt geht es nämlich auch nicht. Soweit ich weiß. Dann müssen wir warten. Wo ist sie denn? Da. Entweder bekommt das Farmers Lunch Rezept durch Farming Level oder kannst bei Gaspia kaufen. Puh, ich glaube, ich habe es noch nicht. Vielleicht habe ich es aber schon. Aber ich habe ja noch keine Küche. Nee, das geht nicht. Lachs köchelt in der Soße, Nudeln im Wasser, sehr schön. Jetzt hat Birgit ein Luxus, Birgit ein Luxusbad, na schön. Sehr gut, Deadly Panda. Ich werde das auch so machen. Ich werde auch den Winter dafür nutzen, meine Sachen abzugraden. So, hier steht irgendwas im Weg. Die Bäume sind auch ein bisschen im Weg. Ja. Muss die mal fällen hier. So, das lasse ich jetzt noch frei, damit ich hier durch kann. Ich muss ja irgendwann mal die Tore platzieren. Ich denke, ich werde hier eins reinmachen. Und hier oben oder hier an der Seite irgendwo oben. Das machen wir dann. So, aber es ist jetzt spät und ich sehe nichts mehr. Kupferbarren habe ich gar keine mehr. So, einmal rein da. Wir kriegen heute so viel geschafft. Wir kriegen richtig viel geschafft heute. Wir spielen jetzt seit 5 Tagen hier. Jetzt ist Tag 6. Wir spielen jetzt gerade, also wirklich noch nicht lange, aber haben schon so viel geschafft heute. Bin stolz! So. Ja, die Tiere gehen heute nicht raus. Mache jetzt gleich mal meine Tierrunde. Hallöchen! Oh, jetzt sind alle groß. Alle Chickens sind groß. Nein. So, die kriegen hier alle was zu essen. Einfach 5. Ich glaube, ich habe jetzt seit der Welle noch nie so viele kleine Tiere gehabt. Ich habe immer so ein Huhn, eine Ente gehabt. Weil ich halt immer nur in meinen früheren Spielständen den Fokus auf Anbau gelegt habe und nicht jetzt wie hier den Fokus auf Tierhaltung. Das habe ich halt immer anders, also ich hatte meine Prioritäten anders gesetzt immer in den Games. Und dann habe ich die Ställe halt nur gebaut, weil, naja, damit sie mal irgendwann gebaut sind. Aber habe nie einen Zweck damit verfolgt. Meine Tools habe ich gestern auf Iridium gezogen. Krass. Die Ostereiersuche ist sonntags. Mir fehlt ein Iridium-Erz für den 5. Barren, dass ich meine Axt verbessern könnte. No, dann rein da. Hilft ja nichts. Da musst du rein. Da musst du durch. So, die kann ich jetzt auch mal hier runternehmen. Oder die kommen nämlich hier rüber zu meiner Baumfarm.
Jetzt probiere ich es nochmal. Man kann die nicht anzapfen. Nee, kann man nicht. Nee. Das ist so schade. Da ist schon eins. Der ist noch nicht groß. Mach ich da dran. Oh. Ach, da wachsen zu viele Bäume. Dieser Baum war hier nicht im Plan. Der ist noch voll klein. Die wachsen auch, wie sie wollen. Die Bäume. Probier schon wieder. Prost. Auf dich. Prost. Leute, was wollt ihr, dass ich heute noch mache? Soll ich heute noch einen Schuppen machen? Soll ich mich auf irgendwas fokussieren? Soll ich die Erweiterung vom Stall machen? Wie viel kostet die denn? Sie ist von 7 bis 17 Uhr an den meisten Tagen. Was heißt denn das? Was heißt denn die meisten Tagen? Was bedeutet denn das? Ja, also die Stallerweiterung, damit man dann Schweine halten kann. Weil so kann man nur Kühe kaufen. Und wenn man den Stall erweitert, das kann man bei Robin machen, dann, also wie bei dem kleinen Stall auch von den Hühnern, wenn man den erweitert, kann man eben Enten halten. Das kann man eben auch bei dem großen Stall machen. Weil sonst kann man immer nur Kühe halten. So, ja, sie ist da. Mal gucken, was ich dafür alles bräuchte. Ich brauche Haustierschüssel, nein. Luxushühnerstall, also den kann man auch nochmal erweitern. Dann habe ich 12 für 12 Platz. Autofüttersystem ist natürlich auch cool und dann können wir Hasen halten. Und beim großen Stall, ja easy, 12.000, Holz und Stein. Ich muss Holz und Stein farmen. Nee, schaltet Ziegen frei, sorry. Schaltet Ziegen frei, nicht Schweine. Schweine kommen erst beim Luxusstall. Das machen wir. Ja, ich hab kurz verwechselt. Ziegen kommen vor Schweine. Das kriege ich hin. Warte. Okay, ich dachte sogar 300. Easy. 250. Mach erstmal den Hühnerstall, oder? Warum? Die letzte ist 25. Okay. Ich hab schon Enten, Zemina. Ich hab ja die Hühnerstall ist schon auf Stufe 2. Enten habe ich schon. Warte mal, bringen die Ziegen dann Ziegenmilch oder Wolle? Nee, Ziegenmilch. Weil, woher bekomme ich denn Wolle? Ah, von den Hasen. Haha. Ich dachte mir gerade, hä, es gibt ja keine Schafe, oder? Nee. Wir haben eine neue. Oder? Hasen und Schafe ist gleich Wolle. Es gibt Schafe. Aber wann kriegt man denn Schafe? Aber wann kriegt man Schafe? Die Schafschere von Mani. Okay, ja, klar. Ab dem Luxusstall. Okay.
Also auch dann, wenn man die Schweine freischaltet, schaltet man die gleichzeitig frei. Dann. Hm. Okay. Das konnte ich mir nicht alles merken. Ich werde euch auch noch 10 Mal fragen. So, erstmal hier alle Bäume fällen. Morgen müsste dann auch die Spitzhacke fertig sein. Hasen geben Wolle ohne die Schere. Okay. Okay. Wäre es dann nicht schlauer, wenn wir vorher den kleinen Stall machen? Weil, warte mal, hier, den Gemeinschaftszentrum. Bundeltier. Okay, große Ziegenmilch und große Milch. Nee, ist egal. Entweder ich mache Hasen mit Wolle oder Ziegenmilch mit Ziegen. Ja, ist eigentlich voll egal. Und sie geben die Hasenpfoten. Stimmt. Sie geben Hasenpfoten. Das ist eigentlich voll makaber. Also ich mache die ja sowieso. Es geht jetzt nur darum, was mache ich zuerst. Ich mache ja sowieso alle Erweiterungen und so. Das kommt mir ja nicht aus. Voll, 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 voll. Sag mal kurz gucken, ob man schon... Oh. Nee, doch. Ob ich schon Auberginen farmen kann. Holen kann, weil... Auberginen brauche ich zur Abgabe. Ja, so wie Haselnuss. Pelz brauche ich nicht. Was soll ich denn mit dem Kaffee machen? Ja, den kann ich trinken, aber vielleicht auch verschenken einfach. Ich weiß, Sam mag Kaffee, oder? Oder was, Sebastian? Mag jemand anders auch noch gern Kaffee von den Leuten hier? Hallo, Schaf! Schön, dass ihr da bist. Wir haben hier heute richtig viel geschafft schon. Oh, ich habe wohl das Geheimnis gefunden. Oh, 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 oh. So. Ja! Hasenpfoten, einfach Cheatcode. Jeder liebt Hasenpfoten außer Penny. Ah, echt? Penny brauche ich eh nicht beschenken. So, was, wo, hier. Gefällte Bäume haben eine 5%ige Chance, die doppelte Holzmenge zu liefern. Krass. Das ist ja voll gut. Der da liebt Kaffee, der da auch. Ja, ich. Harvey mag auch Kaffee. Ja, okay. Ja, Lotus, du hast recht. Der Hühnerstall wäre schon auch. Machen wir zuerst den Hühnerstall. Machen wir zuerst den Hühnerstall. Okay. Ihr habt mich. Wir machen zuerst den Hühnerstall. Oh, und Auberginen kann ich schon farmen. Kann ich schon ernten. Sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt ins Community-Zentrum, weil jetzt habe ich richtig viel abzugeben. Genau, die hier. Dann ein Kürbis. Eine Aubergine. Mais, aber wir haben nur einen goldenen. Da brauchen wir 5. Ich hoffe, wir kriegen noch welche. Gut, was war das noch? Wir hatten doch noch was. Haselnuss. Warte, da war doch noch was. Nee. Hier haben wir leider auch noch nichts Neues. Oh, doch, wartet mal. Huh. Ich muss mal in meine Höhle gucken, da habe ich doch sicher was. In meiner Höhle. Boah, das ist schon wieder so viel Zeug gespawnt. Oh mein Gott, ja.
Dachsbären auch so viele. Diese gruseligen Fledermäuse. Aber nichts zum Abgeben, oder? Doch, Granatapfel. Yeah. Voll gut. Brombeere. Die Brombeere muss ich noch abgeben. Wo ist die Brombeere? Da. Gut, 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 gut. Haben wir auch schon, können wir einmachen. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt mal zum Community Center. Ich glaube, dann habe ich jetzt zwei Bündel abgeschlossen, soweit ich weiß. Mit Ziegengäse und Wein kannst du Lias Herz erobern. Oh, dann brauche ich Ziegen. Ja, nee, wir machen zuerst jetzt diesen einen Stall, also diesen Hühnerstall. Weil, ihr habt schon recht, dann ist das automatisiert und ich brauche bei Regen nicht unbedingt reingehen. Wenn ich nicht muss. Oh, ich muss nach links. Guten Abend. Hallo, Hawaii-Dudi. Wie geht's dir? Habe ich Kaffee, Wein und eingelegtes, bekommst die Herzen schnell voll. Ja, also wenn man das Richtige gefunden hat, ist es ja wirklich so, oh, ich habe Mais vergessen. Ich brauche Mais auch einmal. No, dann habe ich jetzt vergessen. Nein. Muss ich nochmal zurück. Bündel Tier, nein. Ja, Granatapfel. Trüffelöl, Stoff, Ziegenkäse, Käse, Honig. Bräuchte ich halt auch die Ziegen hier. Hier, da brauche ich 5-mal goldener Mais und 5-mal goldener Kürbis. Melone und Pastinake habe ich leider nicht geschafft dieses Jahr. Das müssen wir nächstes Jahr machen. Richtig nervig. Aber das ist halt, wenn man anfängt mit Tieren und man kann nicht wirklich was anbauen, weil man hat einfach nichts bekommen an Samen am Anfang, weil du bekommst ja Tierfutter und keine Pastinaken, glaube ich, kriegt man sonst. Dann levelt man halt auch viel weniger schnell, weil man es nicht so in den Anbau reinkommt. Dann braucht es länger. Ist ja klar. Mir geht's auch gut, Hawaii. Sehr gut sogar. Wir kommen hier richtig gut voran. So, den haben wir aber abgeschlossen. Hallo? Ach so, das ist... Oh, oh, ich habe eine Weintraube mitgenommen. Nein, doch nicht abgeschlossen. Oh! Hä, wie ärgerlich! Die sehen ja auch fast gleich aus. Das ist ja richtig nervig. So. Oh. Heu brauche ich auch noch. Ups. Hasenpfote. Wein. Ja, ja. Oh, Sonnenblumen. Gut, dass ich noch welche angepflanzt habe. Entenfedern. Da brauche ich wieder Enten? Ha, die können sich auch nicht entscheiden. Okay, ich habe die Brombeere nicht mitgenommen und Mais nicht mitgenommen. Das heißt, nochmal zurück. Alles nochmal am Anfang. Luke, willkommen zurück. Hallo. Hast du gut gegessen? So. Prost, Leute. Es gibt Tee heute. Also Brombeere. Wo habe ich die denn? Habe ich da noch keine gesammelt? Katastrophe. Hä, hab ich doch. Hab ich die alle verkauft, oder? Ich war so und hab die verkauft. Das ist ja wieder mal typisch. Hier habe ich schon wieder nicht aufgefüllt. Ah, ich könnte mich ärgern über mich selber. Riala, danke schön für dein Follow und herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, heute ist ein schöner Tag. Sehr schön. Gut, dann machen wir das so.
dass wir heute zu Clint gehen, uns die Hacke abholen und wir... Was ist hier los? Macht ihr Disco? Und wir holen uns diese Brombeere. Die wird es wohl unten geben, hoffe ich. Und dann können wir auch endlich Stein farmen, weil wir haben viel zu wenig Stein. Weil wir brauchen Holz auch noch einiges. Aber auch Stein. Na, ihr Lieben. Und wir brauchen auch noch Melkmaschine und so. Unsere Tierchen. Die haben auch noch 2 Essen übrig. Sehr schön. Ja, ich kann hier unten was ernten. Ich gehe da eh gleich hin. Achso, das hier. Was ist denn das? Ist das reif? Ah ja, stimmt. Senfkohl. Einfach Senfkohl. Danke dir. Mopshund, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Boah, ich kann hier schon so viel sammeln. 4 Pilze. Auch krass. Hier kann ich auch was sammeln. Wein. Und hier... Reisebären. Und hier das benötigte Sense. Amorant, stimmt. Das will ja Mani auch haben. Hat sie uns ja gesagt. Gehen wir mal hier runter. Die Frau ist heute auch da, die mysteriöse. Mit dem Schweinchen. Die könnte auch was haben, wenn wir Glück haben. Hallo! Pastinakensaat! Eichenherz haben wir. Das haben wir auch. Mehr Schaumpudding. Oh, ein Aal brauchen wir. Fürs Community Center, oder? Ich glaube, ein Aal brauchen wir. Buntbarsch. Regenbogenmuscheln. Nee, die brauchen wir nicht. Brauchen wir einen Buntbarsch? Nein, hier nicht. Hier brauchen wir den Aal. Sehr gut. Thunfisch. Oh, da habe ich noch gar nichts. Ist ja klar, da habe ich noch nichts. Okay. Nee, einen Buntbarsch brauchen wir nicht. Aber den Aal, das ist gut. Und brauchen wir einen Pfifferling? Ich nehme jetzt einfach einen mit. Ist jetzt nicht so viel verprasst. Gut. Haben wir Glück gehabt. Alles war dabei, was wir brauchen. Samani braucht Amaranth. Oh, guck mal, da sind jetzt Pilzis drauf. Da sind Pilze drauf. Und Brombeeren, Leute. Wir brauchen Brombeeren. Hier sind keine Brombeeren. Hallo, Brombeere? Kriegt man die erst aus den Pflanzen dann raus? Pastinaken, okay. Kriegt man die aus den Pflanzen dann raus, wenn die wachsen? Also aus den Büschen? Kann mich nicht mehr erinnern, ist zu lange her. Gab es nochmal Brombeeren? Nee, ich habe doch Brombeeren schon gesehen. Ich habe sie doch schon gesehen. Gehen wir mal zu Mani. Hallo, Mani. Guck mal, du bekommst jetzt mal hier das. Oh, der Amaranth, den ich wollte. Vielen Dank. Ja. Boah, richtig viel Kohle. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir kein Tier, sondern Tierbedarf. Wir brauchen nämlich eine Melkkübel. Und das war's. Oh, sollen wir gleich ein Heizgerät besorgen? Zweimal? Für beide Ställe. Wollen wir auch. Jetzt habe ich viel Geld ausgegeben. Sehr viel. So. Da läuft Jody rum. Da reden wir auch mal. Kann ich mal eine Brombeere haben?
Leider nein. Ist aber wichtig für Tiere. Ja, ich habe sie eben gekauft. Weil es ist ja auch bald Winter. Wir haben jetzt schon Herbst. Müssen wir uns preparen. Damit die sich natürlich im Winter auch drinnen pudelwohl fühlen. So, Clint, danke schön für deine Stachelspitze. Ja. Yeah. Was anderes brauche ich gerade eben nicht von dir. Boah, wir können jetzt richtig gut Holz farmen. Ach, Holz. Stein! Stein natürlich. An YouTube, habt ihr schon abonniert? Gute Frage, Kirschli. Richtig gute Frage. Buchhändler ist heute nicht da. Ich finde keine Brombeere mehr. Mmh. Halleluja. Da ist eine. Jetzt habe ich aber leider gar keinen Mais mit. Aber gut, nicht schlimm. Niki, Hallöchen! Habt ihr? Das ist süßes Girschli. So, jetzt gibt es erstmal hier das letzte Ding. Bündel komplett! Was krieg ich? Was krieg ich? Herbstsaat. Auch gut. Fehlt nur noch das Winterzeugs. Und dann habe ich hier den ersten Raum. Yeah! Ich gehe mal oben vorbei. Wenn Robin da ist, gucke ich nochmal zu ihr rein. Ja. So. So, wir haben ja gesagt, entweder Luxushühnerstall oder großer Stall. Wir haben gesagt, Luxushühnerstall. Also 500, 200, aber 20.000 G. Okay, dann muss ich krass verkaufen. Holz, Stein kriegen wir hin. Aber 20.000 G ist natürlich ein bisschen mehr als 12.000. Das ist eine Halde. Aber, Leute, wir schaffen das. Bin guter Dinge. Also, Niki, das mit dem Angeln ist sehr, sehr schwierig. Und Hallöchen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, dass man das schafft. Spielst du auf PC oder auf Konsole? Merkst du eigentlich krasse Verschiebungen zwischen deinem Haupt- und deinem Streaming-Kanal, seit du auf dem Hauptkanal keine Let's Plays mehr postest? Ja, klar. Ja, ja, ja. Das ist schon ein krasser Unterschied. Definitiv. Also, viele gucken ja, also es sind halt auch komplett zwei verschiedene Zuschauerschaften, weil die Leute, die Let's Plays gucken, suchen oftmals eben ein spezielles Spiel, wie eben Stardew Valley oder Coral Island und gucken dann auch nur dieses Let's Play. Und natürlich gehen dann welche auch, also wollen auch gerne News hören und so. Aber mit dem Hauptkanal, ich bin ja gerade noch immer am Anfang von meinem neuen Content, das ich dort poste. Also ich hatte ja vorher noch nie Challenges, jetzt kommen dann zwei Challenges und mit den recherchierten Cozy Game Videos, das ist auch komplett was anderes. Da kommt eben das nächste bald raus und, oh, das April-Video kommt auch noch, das News-Video. Aber es ist halt schon eine krasse Content-Verschiebung und ich glaube, die Community auf meinem Hauptkanal auf YouTube muss sich daran noch ein bisschen gewöhnen auch. Jetzt habe ich den Aal nicht abgegeben. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist schon ein krasser Unterschied. So, den muss ich nicht abgeben. Okay, Herbstsaat kann ich pflanzen. Wir gucken jetzt gleich dann auch mal, was wir mal verkaufen können, weil ich brauche die Money. So. Ich spiele auf der Switch. Okay, dann ist es für dich sogar noch mal schwieriger. Aber du wirst das schaffen. Du musst halt wirklich anfangen,
also am Anfang vielleicht mit der Übungsangel ran und sobald du ein bisschen mehr geskillt bist im Game, bekommst du auch einen größeren grünen Balken. Und dann wird es auch etwas leichter, aber du musst es eigentlich üben, 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 üben. Man muss wirklich ein Gefühl dafür kriegen. Es ist am Anfang sehr tricky. Und sehr schwierig und herausfordernd. So. Okay, wir müssen ja ganz viel verkaufen. Ich verkaufe am besten den Kürbis. Ich verkaufe alles, was nicht Gold ist. Ah, die Lachsbeeren. Die mache ich jetzt mal ein. Das kann ich... Warte mal, was? Was hat denn da gerade geglänzt? Ach so, der Mais. Okay. Der Mais hat pulsiert. Okay, hier kann ich eh voll viel einmachen. Hey. So, einmal das. Das und das. Dann holen wir noch ein paar Sachen rein. Am besten die hier. Die sind Gold. Weiß nicht, ob die jetzt so viel bringen. Ist ja nur eine Gewürzbeere. I don't know. Pika, hallo! Schön, dass ihr da bist. So, dann können wir... Oh, doch. Kürbisse? Ja, doch, können wir verkaufen. Die Golden müssen wir aufheben. Dann müsst ihr kaufen noch. Amaranth können wir auch verkaufen. Hier, Preiselbeere. Ja. 20.000 brauchen wir ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Was macht man eigentlich mit dem Moos? Ich sammle das immer. Guck mal, ich habe schon 159 Moos. Ich sammle und sammle und sammle und weiß nicht, was ich da machen soll. Das brauchen wir gerade. Holz und Steine auch. Oh, guckt, ich habe fast keine Steine. Ich brauche 200. 200 brauche ich. Könnt ihr das glauben? Maja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Solange nicht die ganzen Leute weglaufen, ist es ja okay. Ansonsten werden die fahrenden Flüchtlinge wieder eingefangen. Ja. Ich gestalte jetzt Wilma ihre Schule, damit sie mich in Ruhe lässt. Okay, Schaf, wie geht's dir heute? Ich packe mal die Ostergeschenke für meinen Onkel und Tante an. Ach, süß, Sophie. Wir schenken uns tatsächlich zu Ostern eigentlich nie was. Das ist bei uns gar nicht so ein großes Ding. Das war das Kind noch. Also als Kind hat man Geschenke bekommen, aber so gegenseitig schenkt man sich eigentlich vielleicht nur einen kleinen Osterhasen oder so. Ansonsten eigentlich nicht wirklich was. Es geht da eher bei uns ums Essen. Es wird schön zusammen gegessen, gebruncht und was nicht noch alles. So, aber wir können jetzt die großen Steine kaputt machen, was natürlich sehr viel Stein bringt. Das ist cool. Kannst du bitte da dagegen? Dankeschön. Weil wir brauchen sehr viel Steine. Steine über Steine. Über Stock und über Stein. Ich schaue mir viele Spiele an. Ich flüchte nicht. Das ist gut. Für dich. Ich sage tschüss, Engelchen. Danke, dass du da warst. Hab mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Und einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Niki, Prost. Prost, Prost. Lecker Brunch. Also wir sind tatsächlich am Montag. Also Montag ist unser Familientag. Montag sind wir um 10 Uhr zum Brunch eingeladen und um 12 Uhr zum Mittagessen. Also da wird den ganzen Tag nur gegessen. Das wird wild. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sorry, sorry für den Ohrwurm. Sie reitet geschwind, weil sie Freunde sind. Sorry. Pika, ciao.
Pikachu. Das hört sich auch gut an. So, Bäume fällen, das mache ich gern. Das mache ich auch gern den ganzen Tag lang, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Wie viel habe ich schon? Fast genug. Steine fehlen noch ein paar. Bis bald, Dodo. Und eines Tages schaffe ich schon, deine Ernte zu plündern. Sicher nicht. Ich bin viel schneller als du. Wenn sie reiten, geschwind. Weil sie Freude sind. Wusstet ihr, dass es da von eine Dubstep-Version gibt? Und nee, eine Hardstyle-Version war das. Oh. Die ist wild. Diese Version ist sehr wild. So, ihr habt Eier gelegt. Einer zumindest von euch. Pippi versucht zu schlafen. Okay, ich gehe ja schon. Also, die immer mit ihren Ansprüchen hier. Jetzt muss man die auch schon schlafen lassen. Also. So, ich glaube, 200, 600, nee, 300 Steine, oder? Waren es für den Luxusstall? Waren es 300? Oh, Level Up. Oh. Webstuhl. Können wir noch gar nichts mitmachen, wir haben ja keine Wolle. Probier's, Nutte. Man braucht die Tiere nicht füttern, wenn es nicht regnet. Und wenn man die Stelle offen hat, dann essen die immer draußen. Ich fütter immer, wenn es regnet. Aber sonst haben die genug Futter draußen. Dafür brauchen sie nichts. Das LAGERFEU. Ja, wir haben 20.000. Das Lagerfeuer lädt. Hallo, es ist gerade Brombeerzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Es ist wie die Lachsbeere. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber mein Korb. Oh nein, kannst du. Er hat seinen Korb verloren. Kannst du ihm helfen? Ja, Linus, wir helfen dir. Linus hat seinen Korb verloren. Das ist blöd. Ich lasse auch immer beim Heidelbeer sammeln. Im Herbst. Ne, im Sommer. Da passiert mir sowas auch oft. Vor allem auch beim Eierschwammerl sammeln. Also beim Pfifferlinge sammeln. Ist mir das auch schon oft passiert. Dass ich den irgendwo hingestellt habe. Dann muss ich mal wieder suchen gehen. Hier ist nichts zu ernten, leider. Aber habe ich noch irgendwo große Steine? Ich brauche Steine. Das sind kleine. Aber ich brauche große Steine. Steine, Steine, Steine. Ich glaube, brauchte ich 300 oder 200? Buonasera. Hallo Marcel. Hallöchen. Es war wahrscheinlich richtig mies ausgesprochen. Oh nein, wir haben keine großen Steine mehr. Mist. Brauche ich 200 oder 300? Deine Farbe sieht klasse aus. Danke, Lotta. Es ist okay. Es wird. Schau mal, was wird. Aber ich brauche hier Tore. So. Ich glaube, ich mache die hier rein. Mach hier einmal ein Tor. Hoppala. So. Dann fäll ich mal kurz diesen Baum. Warum ist bei dir schon Herbst, also im Game? Warum nicht? Warum nicht? Ich bin halt schon so weit. Das ist kein Echtzeit-Game. So. Da haben wir auch noch eins übrig. Und hier mache ich auch noch ein Tor hin. Ey, die gehen verloren. Oh, ist das mies. Jetzt habe ich noch weniger Steine. Nein, das war eins zu viel. So.
Ja, yeah, so jetzt ist das wenigstens komplett. Perfekt. Red Täterlichen! Amalinus. Ja. Das Quallenlied. Das hat ja keinen Text. Warum ist bei dir schon her? Ach so, das ist nicht Echtzeit? Nein, das ist nicht Echtzeit. Habe heute von meinem Bruder ein Text zugeschenkt bekommen. Freue mich schon drauf, das zu spielen. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Joy-Cons mehr und jemand, der mit mir spielt. Ey, Luke, das Game ist so cool. Das ist richtig, richtig cool. Du wirst sicher jemanden finden. Oh, wir haben einen goldenen Mais gefunden. Das ist gut. Das haben wir. Oh, wir haben zwei. Es geht langsam voran. Sehr langsam. Aber Mais muss ich auch noch abgeben. Ha! Mais und. Was war's noch? Was musste ich noch abgeben? Mann, ich bin so vergesslich. Mais und. Nee, es fehlt nur mehr der Mais, oder? Das andere habe ich schon abgegeben. Lautchen, Hallöchen. Hab eine Frage. Bin hier, weil die Nina dich so gelobt hat. Oh ja, die Nina, diese liebe Maus. Hallöchen, schön, dass du reinschaust. Ja, ich war voll gerührt von der Nachricht. Also, dass sie das so... Ich habe einfach nicht damit erwartet, dass sie das einfach so raushaut. Das war total süß. Wenn ich mir das für die Switch hole, ist da dann das neue Update? Nein, das ist noch nicht draußen, aber das kommt noch. Aber wir wissen nicht wann, leider. Guten Abend, hab heute eine neue Maus und eine neue Tastatur bekommen. Beides zum Glück kabellos. Ja, dann kann's ja losgehen hier. Ich bring mal kurz die Sachen für die Tiere weg. Ey, ihr sollt nicht euer Gebiet hier verlassen, nur weil ich das Tor offen halte. Böse Kuh. So. Ich kann das ja hier platzieren, genau. Aber das kann ich nicht platzieren. Dafür brauche ich eine Truhe. Ach, die packe ich jetzt einfach in die Tierkiste. Hoi! Ach, den Aal, danke. Danke, der Aal war's. Es war der Aal, Leute. Ey, voll vergessen schon wieder. Ich bin einfach lost. So. Wo ist er, der gute Aal? Da. So, jetzt kommen die rein. Der Mais auch, den brauchen wir nicht. Dann geben wir die zwei Sachen ab. Und dann... müssen wir in die Mine. Dann holen wir uns noch ein paar Steine. Nika, Hallöchen, guten Abend. Launchen oder Launchen? Launchen? Sag mir einfach, wie es aussprechen soll. Nimm das Heu mit. I'm sorry, Julia. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Wie kann mir das passieren? Du hast ja gerade Heu gesagt. Ich habe sogar vorgelesen. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich für mein Hirn. Red Hat, danke schön für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dich dazu entschlossen hast, zu followen. So, Mais. Mais, Mais ist fertig. Bündel komplett. Ja. Yeah. Oh, ein Bienenhaus? Cool. Dafür brauchen wir aber Blumen. Nee, das neue Peach-Game spiele ich nicht. Sieht sehr cozy hier aus. Ja, so soll es auch aussehen. War mein Ziel. Also, das Peach-Game spielen wir nicht. Leider sagt es mir gar nicht zu. Und ich spiele eigentlich nur Spiele, wo ich auch wirklich drauf Bock habe. Und traurigerweise, also ich hätte gedacht, es wäre für mich wirklich das Richtige. Es wäre so ein Luigi's Mansion 2.0, weil das habe ich wirklich sehr geliebt. Aber leider nein. Also ich habe es mir halt ein bisschen so bei anderen angeguckt. Und muss sagen, es hat mich irgendwie gar nicht gecatcht.
Ich bekomme das zu Ostern. Nur weil es mich nicht catcht, heißt es nicht, dass es dich nicht catchen kann, ne, Lotte? Das wird schon. Scharf, du brauchst dich dafür nicht entschuldigen. Bitte hör auf. Bitte hören Sie auf, sich dafür zu entschuldigen. Das ist überhaupt nicht notwendig. So, welche Erze brauche ich? Dann gehe ich in die 50 für Eisenerz und Stein. Hauptsächlich für Stein. Fängst du dann nächste Woche mit der neuen Insel in Animal Crossing an? Ich weiß auch nicht, ob sich nächste Woche ausgeht, weil ich ja eine Challenge aufnehme. Aber wenn es sich ausgeht, ja. Dann würden wir da anfangen. Aber ihr wisst ja, am Anfang immer Animal Crossing von Beginnern. Das heißt, wir müssen wieder das Tutorial machen. Aber ich kann natürlich dann währenddessen auch wieder Tipps geben, wie ich das am besten ganz schnell mache. Ah, aui. Tu mir nicht weh! So, jetzt hau ich aber ab. Aber ich muss die ja töten, ne? Für die Gilde. Oh, es ist eigentlich wichtig. Es ist wichtig, die zu töten. Oh, jetzt wird's weniger cozy. Ja, die Grafik im Peach Game, die ist auch wirklich cool. Die haben sie wirklich sehr gut hingekriegt. Das muss ich auch sagen. Aber es ist leider das Spiel an sich, das mich nicht ganz bekommen hat. Warum ist denn das schon offen? Achso, weil es ich aufgemacht habe. Könnte daran liegen, dass ich da war. Freue mich schon drauf. Ich freue mich auch sehr auf die neue Insel. Ich feiere diese alten Spiele. Ich muss auch mal wieder mit Stardew anfangen. Ey, Marcel, ich kann es dir nur empfehlen. Gerade durch das neue Update hat man einfach so viele neue Geheimnisse zu entdecken, die man vorher noch nie gesehen hat. Und es catcht mich immer noch. In jedem Stream hier entdecke ich irgendwie das Neues. Heute auch schon wieder. Das ist echt mega. Nostalgiefaktor, aber trotzdem mit neuen Sachen verbunden. Das ist einfach schön. Schon 20 Uhr. Wo ist die Zeit denn schon wieder hin? Ich verstehe es auch nicht. Die Zeit in Stardew Valley vergeht auch so schnell. Also beim Spielen. Die Zeit in Stardew Valley vergeht auch zu schnell, aber beim Spielen vergeht die Echtzeit auch sehr schnell. Geh weg. Oh, wie schnell die Slimies sind. Oha. Jetzt will der mich hier noch angreifen. Nein, der hat mich voll tintet. Nein. Frechheit. Ich liebe Peach halt auch so. Bin sehr süchtig. Die Peach ist schon eine Liebe. Ich fand ihre Rolle in dem Super, also in dem Mario Bros. Film, fand ich ihre Rolle so gut. Ich habe sie sehr geliebt. In dem Film. Irgendwie kam Peach noch nie so selbstbewusst und so rüber wie in diesem Film. Also ja, sie ist schon eine selbstbewusste junge Frau, beziehungsweise Spielcharakter. Aber sie wurde halt trotzdem immer von Bowser entführt. Also. Und in dem Film, ich will nichts spoilern, aber es war einfach toll, ihre Rolle zu sehen. Ja, hier wird auch nicht gespoilert, ne, Leute? Also jeder Spoiler im Chat wird gebannt.
Also an alle Mario-Fans und Peach-Fans, guckt euch den Film an. Let's go. Essen war super lecker. Ja, das ist schön. Ich freue mich auch schon später aufs Essen. Ich glaube, Daniel ist schon wieder fleißig. Daniel ist schon wieder fleißig und kocht uns was Schönes. So. Mal die Staubwuckerl hier beseitigt. Das sieht ja mal voll cool aus. Sind das Höhlen? Ich sollte vielleicht auch mal Stardew Valley spielen. Das ist die Mine, ja. Das ist die Mine in Stardew Valley. Die ist nicht immer schön. Die ist auch manchmal sehr stressig. Sehr. Betonung liegt auf sehr. Diese Höhle geht ja noch, also diese Mine. Gibt es auch noch andere Areale, die nicht ganz so lieb zu dir sind? Dinge, die dich töten wollen. Gibt es hier immer. Ich bin hier für Stein. Jetzt brauche ich ewig lang, um auf 300 Stein zu kommen. Gleich habe ich es geschafft. Jetzt. Nee. Jetzt. Nein. Jetzt. Hatte zum Mittag heute Mehlreis, lecky. Okay, hier gibt es noch ein bisschen Steinvorrat. Warum magst du kein Fae-Farm mehr? Es gibt keinen neuen Content, ist mir langweilig geworden. Fae-Farm war schön, als es neu war. Aber jetzt gibt es keinen neuen Content mehr. Jetzt hat sich mein Interesse auch irgendwie verflogen. Und leider ist auch das versprochene zweite DLC noch nicht da. Also die haben ja versprochen, dass zwei DLCs kommen. 2023 beziehungsweise Anfang 2024. Das erste DLC kam ja, das habe ich dann auch gespielt. Das kam ja im Dezember dann noch. Aber das zweite ist nicht da. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht gemocht habe. Also ich habe es wirklich sehr gemocht. Ich habe während dem Game, also bis ich fertig war mit dem Game, habe ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Aber jetzt einfach zu langweilig. So. Hallo Dodo, in einer Woche halten wir das Stardew Valley Volksfest ab. Es ist die größte Veranstaltung des Jahres. Die Leute vom ganzen Land Es ist die größte Veranstaltung des Jahres. Die Leute vom ganzen Land her. Fehlt da vielleicht ein Kommen? Kommen vom ganzen Land her? In unser bescheidenes Städtchen. Achso, nein! Ich muss einfach weiterlesen. Warte mal. Die Leute vom ganzen Land her in unser bescheidenes Städtchen lockt. Die Leute vom ganzen Land her... Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen heute. Was ist denn los mit mir? Es ist die größte Veranstaltung des Jahres, die Leute vom ganzen Land her in unser bescheidenes Städtchen lockt. So. Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren, wenn du willst. Bring einfach bis zu 9 Gegenstände mit, die am besten deine Talente widerspiegeln. Du wirst für die Qualität und Vielfältigkeit deiner Auslage bewertet. Okay, es ist einfach ein Erntedankfest. Das Fest beginnt um 9 Uhr, verpass es nicht. Okay, es ist ein Erntedankfest. Und das hat viel zu lange gedauert, diesen Satz zu lesen. Ah! Naja, oh. So ist das halt mit mir. Ist nicht immer leicht. So, oh, meine Kühe sind groß, oder? Oder täuscht das? Bist du noch ein Baby? Ja, ist noch ein Baby. Baby. Pinas und Pina sind noch Babys. Kommt am 1. April. Was kommt am 1. April? Das DLC? Wie geht's, wie steht's? Ellie, mir geht's gut. Das DLC hat ein Release-Datum?
Jetzt muss ich aber gucken. Nee. Nö. Nee. Das war ein Aprilscherz, ja. Ich merk's gerade. Das ist Findus. Ja, Bara, der Schlummercode für die Wüsteninsel, der existiert schon, aber ich habe den gerade nicht parat. I'm sorry. Aber ich werde da auf jeden Fall Sachen einrichten, damit man den nachgucken kann. Ich dachte, mein Emote reicht. Den habe ich gar nicht beachtet. Ah, jetzt hast du mich aber erschrocken, ne? Brauchst du viele Eier? Die legen hier so fleißig. Weißt du, da habe ich das dann schon gelesen. Da kann ich nicht auch noch auf die Emotes achten, weil mich da dann schon gehabt hat. Also, schön wäre es gewesen. Ich habe nämlich letztes Mal die Ankündigung auch verpasst. Da war ich nämlich in der Therme beim letzten DLC. Und dann war ich auf Urlaub. Das heißt, ich konnte das DLC auch erst später spielen. Das war auch richtig belastend. So, wir gehen heute zu Robin. Ich hoffe, ihr seid bereit. Denn wir werden heute bei Robin die Erweiterung für den Luxushühnerstall kaufen. Krass. Und dann können wir Hasen haben. Und der Linus will noch immer Brombeeren sammeln gehen. Der Arme. Kostet 25. Sie ist heute eh nicht da. Echt? Kostet 25.000? Nicht 20? No. Hm. Das sind Spielverderber. Also Robin ist heute sowieso nicht da. Aber dann machen wir noch die 25 voll. Ich dachte, das wäre 20. Oh, ich vergesse das halt auch immer. Bist hart am Suchten? Ja. Ich bin hier so richtig am Reingrinden, wie man das so schön sagt. So gemein, dass so Popcorn ist. I'm sorry, ich würde euch ja alle was ab... Hier kommt, nehmt euch alle ein Pop. Nehmt. Greift zu. Letztens habe ich euch mit Mandawaffel versorgt, jetzt mit Popcorn. Süß oder salzig? Immer salzig. In Österreich gibt es keine süßen Popcorn. Das passt doch schön. Stall zu Ostern. Ja! Nom nom nom. Immer rein mit dem Popcorn. Jo, lecky. So, hallo. Hallo. Das ist nicht viel Geld, das ich davon bekomme. Das ist ja ganz mies. Vielleicht kann ich ja was ernten. Ich hoffe. Heute ist Dienstag. Ist da nicht die mysteriöse Frau da? Nee, war Freitag. Nee, warte mal. Dienstag. Ich weiß es wieder nicht. Hab's wieder vergessen. Wir holen jetzt einfach mal Linus Korb. Den habe ich nämlich schon gefunden. Vorhin. Beziehungsweise ich weiß halt auch einfach, wo er ist, ne? Prost mit Rabbit! Mit Orangensaft! Freitag und Sonntag. Danke! So, Linus. Da ist dein Korb. So ein Pferd wäre auch nicht schlecht. Ich bin so langsam. Hm.
20:16 Uhr, Sophie. Hallo. So, Linus, wo bist du? Bist du in deinem Zelt? Wo ist denn der? Ist er am Strand? Wo treibt sich denn der immer rum? Weiß das jemand von euch? Bei uns hat ein Kino. Doch, Lüge. Was Lüge? Ja gut, ich kenne nicht jedes Kino in Österreich, aber grundsätzlich gibt es im Kino in Österreich keine süßen Popcorn. Und Karamellpopcorn und Schokopopcorn in diesen Bechern zählen nicht. Die zählen nicht. Also das muss wirklich frisch gemachte süße Popcorn. Ist der Rundfragensticker bei Insta anonym? Nein. Also ich sehe eure Namen, aber wenn ich beantworte, ist es anonym. Also ich sehe, wer die Fragen geschrieben hat. Aber wenn ich dann öffentlich antworte, sieht dann keiner, wer die Frage ursprünglich gestellt hat. Das weiß nur ich. Beziehungsweise gucke ich mir das eigentlich nicht an, weil es mich nicht interessiert. Ich gucke nur die Fragen an und beantworte sie. Nicht jede, aber auf die, die ich Bock habe. Oh, hi, guck mal. Ich muss mal mit euch reden, damit ich einfach mal mit euch geredet habe. So macht man das, habe ich gehört. Wo ist denn Linus? Ist der hier? Naja. Grüne Würmer, die sind neu. Brokkolisamen. Cool. Oben bei der Oase. Oh nee, so weit weg. Manu. Gut, dass wir den ganzen Tag Zeit haben. Hallo. Mit euch habe ich auch schon lange nicht mehr geredet. Hallo. Hallo. Und hallo. War mal in Österreich im Kino, da gab es Salziges und Schoko. Ja, diese Schoko und diese Karamell zählen nicht. Die sind ja abgepackt. Also die sind ja nicht frisch gemacht oder so. Also hier soll er sein. Ah ja! Servus! Mein Koop, danke dir, das bedeutet mir viel. Sehr gerne. Mein Gutes da. Hier ist sowieso Sauerei. Ganz schlimm. Der Wind geht heute auch richtig krass. Danke für deine Lurk-Unterstützung, Tintenherz. Vielen, vielen Dank. Keine Lust zum Aufräumen. Bisschen Steine farmen, ja, das ist okay. Wächst hier sowieso wieder alles zu, weil ich hier so selten hinkomme. Und es wird schon Nacht. Nacht die Nacht. Ich muss jetzt gucken, dass ich noch alles verkaufe, was ich verkaufen kann. Damit ich vielleicht morgen schaffe, es 25.000 zu haben. Ich will das eigentlich schon schaffen. Würmchen. Brokkolisamen. Hä, Brokkoli? Ist Brokkoli neu? Brokkoli muss neu sein. Ich muss das pflanzen. Im Herbst pflanzen steht da.
Geh das mal pflanzen. Oh. Vertrocknet das gleich, wenn ich das jetzt nicht gieße? Jetzt habe ich Angst, dass das passiert. Mad Rabbit, das klingt gut. Jetzt muss ich das noch gießen, weil ich habe Angst, dass das gleich vertrocknet. Ja, trotzdem. Ich will nicht, dass mein Brokkoli vertrocknet. Brokkoli braucht sehr viel Wasser. Guck mal, die Samen sehen auch so fancy aus. Das ist krass. Neue Sachen. Ist Sigrid mit Jorna verwandt? Ja. Er hat mir gerade 100 Rüben geschenkt. Und er hat auch eine Rotznase. Warte mal, das ist doch die Sigrid, oder? Oder habe ich da jetzt was falsch im Kopf? So, schön alles verkaufen hier. Okay. Hier, guck mal. Wir haben hier Dinge, die schon ewig verkauft werden müssen. Ah, hier. Hier auch. Die Sachen. Ich weiß, ich brauche die mal, aber jetzt ist gerade Geld ein bisschen dringender. Ein bisschen was kann ich ja hier weggeben. So. Bam, bam, bam. Ich horte immer alles. Ich tendiere immer dazu, alles zu horten. Das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm habe ich das. Das muss ich nicht. Muss ich mal alles horten hier. So. Mach mal Senfkohl ein. Annilein. Jeden Sonntag Animal Crossing und Coral Island spielen wir auch nächste Woche wieder. Da habe ich nur gerade, ich musste mal aufholen bei den YouTube-Parts. Das geht nicht, dass ich da so lange nicht aufhole und dann auch wieder weiter produziere. Also Coral Island kommt nächste Woche wieder und Sonntag Animal Crossing. Aber ich verstehe das vollkommen. War eigentlich letztens Princess Peach? Konnte dort nicht zuschauen. Nein, wir spielen Princess Peach nicht leider, weil es mich nicht so catcht. Wo packen wir denn den hin? Mach den mal hier hin. So. Wir hoffen mal, dass es gereicht hat. Mit dem Geld. 4000 brauchen wir. Hä? Eine Eule. Ich hab eine Eule gehört. Sigrid liegt einfach bei mir im Krankenhaus, aber ihr scheint so gut zu gehen, dass sie mir noch Rüben schenkt. Oh, oha. Alles klar, Annilein. Wie war eigentlich letztes... Achso, nee, wir haben es nicht gespielt, genau. 28! 28.000! Okay, jetzt kann ich es mir sicher leisten. Aber warum ich die Einmachgläser drin habe... Ich hatte einfach Angst, dass die vom Blitz getroffen werden und dann kaputt gehen. Und da das ja immer so lange braucht. So, wir geben nur zwei weg, oder? Nee, alle. Und da das ja immer so lange braucht, bis dass sie fertig sind, habe ich mir gedacht, ich packe die jetzt hier rein, damit das eben nicht passiert. So. Jetzt habe ich Sonnenblumen. Erstens mal muss ich eine Sonnenblume abgeben, I know. Aber ich kann jetzt auch Honig machen. Ja. Yeah. Oder? Ging das nicht so? Oder war das nur bei Coral Island? Das geht automatisch, oder? Mit den Bienen. I don't know. Das ist zu lange her, glaube ich.
besten Blumen drumherum pflanzen. Okay. Dann werde ich irgendwann mal so eine Bienen-Area machen, wo ich dann ganz viele Blumen hinpflanze. Die kann ich ja mit meinen kleinen Sprinklern eigentlich pflanzen. Und bleiben die da. So, heute machen wir aber das Upgrade. So, mal streicheln hier alle. Und wir können Sachen ernten. Zumindest eine. Wein. Den Wein können wir wieder pflanzen. Wir brauchen unbedingt dieses Alterungsfass. Das haben wir doch schon, oder? Haben wir das nicht schon freigeschalten? Wurmeimer? Nein, das ist es definitiv nicht. Nein, also wir haben das Alterungsfass noch nicht freigeschalten. Du heute live? Yes, hier ist es definitiv. Und willkommen. Ein Ei haben wir noch. Ich glaube, da sind auch noch zwei drin, oder? Drei sogar. Hoi, hoi, hoi. So, jetzt gehen wir aber zu der guten Robin und holen uns das Upgrade. Und ich gehe, wartet, ich nehme noch Heu mit. Ich nehme noch Heu mit und werde das abgeben, gemeinsam mit der Sonnenblume. Habe ich euch ja versprochen, das zu tun. Kann ich hier schon eins rausnehmen? Nein, schade. Muss ich jetzt hier hinlaufen? Und muss das hier rausnehmen. Nein. Kann ich? Hallo? Okay. Ich brauche zwar nur 10, habe aber zum Glück 20. Also zum Glück. Habe zur Sicherheit 20 mitgenommen. Heute ist schon richtig schwierig mit Reden. Sorry, Leute. Bin heute schon richtig K.O. Sophie, bis bald. Am Sonntag bin ich wieder da, genau. Macht man die Sound Alerts bei den Kanalpunkten? Glaube ich. Nee, ist so. Geht mit den Kanalpunkten. Kota Yami, hallo, danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. In deiner Mine-Kiste liegt Harz. Das triggert meinen inneren Monk. Echt, da liegt Harz? Wie kommt denn das dahin? So. Wir haben hier, genau, 10-mal Heu für dich. Und nein. Genau, Färbemittel. War die Sonnenblume, ja. Aquamarin haben wir schon. Haben wir schon. Burgliga, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen, hallo. Wie geht's? Und jetzt gehen wir zu Robin und holen uns den Luxusstall. Oh ja. Oh ja, der Luxusstall, oder? Ich glaube, ich hatte noch nie. Nee, doch, dann hatte ich schon. Ich habe schon Hasen gehabt. Doch, doch. Robin! Ich brauche dich! Bau mir einen Luxus-Hühnerstall, bitte. Ja! Ey, das ist so krass. Einfach Luxus-Hühnerstall und das im Jahr 1. Im Jahr 1. Mach das mal nach. Ich will trotzdem noch mal kurz festhalten, dass ich hier auf Tierhaltung fokussiere. Deswegen mache ich so wenig mit dem Anbau von Pflanzen. Aber mach das mal nach. Oh, der Zug. Oh, oh, oh.
Zug verpasst. Minier Theresa, Hallöchen. So. Ach, du meinst die Minenkiste da zu Hause? Die meinst du? Boah, Risor, ich wusste einfach, dass irgendjemand in den Chat schreibt, dass er besser ist als ich. Ich wusste es. Dankeschön, Mini Theresa. Also ich wusste wirklich, dass jemand den Drang verspürt, jetzt reinzuschreiben, ich bin besser. Funktioniert jetzt Stardew Valley ähnlich wie Animal Crossing mit Terraforming? Nein. Also da gibt es kein Terraforming. Wettkampf bei Cozy Games werde ich nie verstehen. Ist ja kein Wettkampf. Das ist ja nur Spaß. Das ist ja alles so ein Witz. Also wenn du das ernst genommen hast, dann tut es mir leid, aber das ist einfach nur Spaß gewesen. Es gibt hier keinen Wettkampf. Jeder spielt seine Spiele so, wie er es am liebsten möchte. Okay, dann nenne ich dich Theresa. Wird immer irgendjemand geben, der dir das sagt, wer besser ist. Das stimmt, aber es ist jetzt wirklich nicht schlimm. Also, ich wusste es halt, dass es kommt, aber es ist jetzt auch an dich, Risa, nicht schlimm. Ist alles gut. Es ist halt so, wie man seinen Fokus legt, ne? Risa, danke für deinen Sub. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber danke dir. Danke dir für deinen Stufe 1 Sub. Bin am vierten Tag, weiß nicht, was ich machen muss. Es gibt Checklisten tatsächlich, wenn du das erste Mal Stardew Valley spielst oder einfach das erste Mal nach langer Zeit. Gibt es Checklisten, was du machen kannst in den ersten Tagen, damit du gut ins Game reinfindest. Weil ja, Stardew Valley kann sehr überwältigend sein, wenn man das erste Mal spielt. Das ist true. So ging es auch mir am Anfang. Wie bei Animal Crossing. Was ist wie bei Animal Crossing? Gibt ja auch Leute, die unbedingt eine Bewertung ihrer Insel bei Animal Crossing haben wollen. Ja. Oh ja. Boah, wie oft ich das so gefragt werde. Kannst du meine Animal Crossing Insel bewerten? Was soll ich sagen? Außer sie ist schön. Also ich kann halt nichts anderes sagen. Ich will auch niemandem zu nahe treten und auch wenn mir persönlich was nicht gefällt, würde ich das niemals sagen, weil Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und jede Insel ist schön. Und es ist ja... Ich will ja auch nicht, dass da irgendwie eine Welt für jemanden zusammenbricht, nur weil ich dann vielleicht sage, okay, mir gefällt die Insel nicht. Das wäre eine Katastrophe, würde ich niemals machen. Genau, bewerten und besuchen ist immer was anderes. Yes, that's true. Okay. Sie baut jetzt dieses Haus. Ich würde sagen, weil wir jetzt gar kein Holz und so mehr haben, werden wir hier mal anfangen, dieses Chaos hier unten zu lösen. Also ich meine nicht dieses Haus, sondern sie baut den Luxusstall. Da ist ein Stein. Bei dir ist alles geflattert. Hast du alles abgerissen, Justus? Okay, dann kriegt jetzt deine Insel eine 0 von 10. Und ich hoffe, ihr habt den Spaß jetzt verstanden. Erstmal Insel löschen. Cersei mag sie nicht. That's not true. Ich liebe eure Inseln. Mich würde schon mal deine Meinung zu meiner ersten Gestaltungsinsel
gestaltet Wissen und gerne dann auch das, was du nicht so toll findest. Aber dieses bewertest du auch in Sinn, finde ich einfach nur bäh. Ja. Vor allem gerade genau diese Leute, die fragen, ey, komm auf meine Insta, bewerte sie und findest du sie gut und so, die sind meistens sehr, sehr jung. Und genau da kannst du, wenn du was Falsches sagst, halt sehr viele Gefühle verletzen. Und es ist halt schwierig auch zu sagen auf Twitch, wie alt ein Zuschauer ist. Ich meine, ja, man kann so ungefähr nach Bauchgefühl sagen, wie schreibt die Person, welche Wortwahl hat die Person im Chat. Dann kann man schon so ein bisschen einordnen, okay, ist die Person jetzt sehr, sehr jung oder eher erwachsen? Und dann kann man schon sagen, okay, wenn jetzt ein Erwachsener wirklich fragt nach, ist es ästhetisch schön oder so, wie ich das platziere oder wie platziere ich Gegenstände, dass sie fürs Auge einfach wirklich schön wirken, dann kann man da schon ernsthaft antworten, wie gerade Matt Rabbit auch sagt. Matt Rabbit ist sehr erwachsen und da weiß ich, wenn er wirklich nach Ästhetik fragt, dann kann ich da schon ehrlicher sein. Aber wenn das sehr, sehr junge Zuschauer sind, dann kannst du das niemals machen. Hat Minimuli sogar mal Hate bekommen, weil sie ihm ehrlich war? Das kann gut sein. Ich glaube, Minimuli hat tatsächlich das mal gemacht, dass sie Inseln bewertet, ja. Das kann gut sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich habe das nicht verfolgt. Und ich werde halt nur immer vorsichtig. Wie gesagt, junge Menschen kann das eher schnell verletzen. Und gerade von Streamern, man muss dann halt doch auch immer gucken. Manche sehen dich auch als Idole. Ich kriege auch öfters mal Nachrichten, wo Menschen schreiben, ey, du bist mein Idol. Kinder schreiben, du bist mein Idol. Und wenn dann dieses Idol sagt, boah, aber diese Ecke hier hast du echt nicht schön gemacht. Da könntest du dir mehr Mühe geben. Das sieht einfach gar nicht gut aus. Was macht das dann mit diesem Kind? Also, ich würde das niemals machen. Also, ich selber hätte da als Kind so keinen Bock drauf gehabt, sowas zu hören. Das ist jetzt natürlich nicht auf Minimoli bezogen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da war, was da passiert ist oder ob das überhaupt so war. I don't know. Aber ich würde es halt nicht machen, auch wenn ich auch öfter gefragt werde, bewertest du meine Insel? Ja, Leon, wie gesagt, wenn du, es kommt drauf an, wie alt derjenige ist, der die Insel gestaltet hat. Ich will natürlich nie irgendjemanden verletzen und ja. Ich weiß noch, hier im Chat sind alle schön. Das sehe ich auch so. Die sind wirklich alle sehr schön. Auch die Namen sind sehr schön. Liest sich immer sehr gut. Verhalten im Chat würde ich sowieso immer bemängeln mit Rabbit. Also keine Gnade. Das wird sofort kommen. Wir haben hier natürlich auch Regeln im Chat. Aber ihr kennt die Regeln alle und ihr haltet euch so gut daran. Und das finde ich echt cool. Also ich muss ja echt sehr, sehr wenig irgendwie meckern oder so. Nur wenn so Spoiler kommen, wie es beim Anfang von diesem Stardew Valley Let's Play war. Da war ich ein, zweimal richtig sauer. Aber solange es nichts Gräberes ist, was Gröberes. Da ist wieder mein österreichisch rausgekommen, sorry. Passt das ja. Ihr seid alle so brav. Das ist so selten, dass ich was sagen muss. Hallo Cashmash. So. Was mache ich jetzt? Ich warte jetzt eigentlich nur, bis mein Luxusstall fertig ist. Oh, warte mal. Die Kühe waren erwachsen, oder? Ich kann sie melken. Ha! Die waren doch gerade so dick. Hier keine Kuh-Shaming. Aber die waren groß. Ja, oder? Ja! Ich habe nur leider den Melkkübel vergessen. Aber ja. Hab immer Angst, dass ich was falsch sage, schreibe. Leon, wo hast du denn da Angst, solange du lieb bleibst? Ja, du darfst halt nicht beleidigen. Aber das passiert ja nicht einfach so. Brauchst du doch keine Angst haben.
Würde ich mich heute hier anmelden, würde ich mich aber Lazy Bear nennen und nicht mehr Mad Rev. Ja, das wird auch gut passen. So, kann ich die jetzt? Ja, tatsächlich. Nee, geht noch nicht. Doch, geht! Oh. Jetzt habe ich Milch bekommen. Kirschli, tschüss! Schön, dass du da warst. Letzten Sonntag? Was war letzten Sonntag? Aber du kennst mich ja auch schon ein bisschen und dürftest sicher wissen, dass mir das ein oder andere Mal echt unabsichtlich mal was rausgerutscht ist, das ganz anders ankommt, als ich es meine. Aber das waren ja keine Beleidigungen, Mad Rabbit. Das war einfach nur was, was ich vielleicht falsch interpretiert habe oder so. Aber das ist halt auch schwierig mit Textsprache, ne? Ich hatte auch erst letztens wieder einen Fall. Textsprache, man kann mit dem Text keine Emotionen mitschicken. Ihr wisst, wie ich auf euren Text reagiere, aber ich kann das auch jederzeit falsch verstehen. Entweder ihr schreibt ohne Emojis und ich glaube dann, okay, ihr habt irgendwas Böses damit gemeint oder so. Das kann immer passieren. Und das meine ich aber dann nicht so, wenn ihr mich dann hinweist, okay, es war gar nicht böse gemeint oder so. Dann weiß ich das ja sofort, weil durch Textsprache kann einfach so viel falsch interpretiert werden und falsch rüberkommen. Und das, dann ist das halt das Beste, wenn man direkt aufklärt und dann passt das wieder. Erstes Mal direkt Gold, mich stimmt. Ich habe das gerade gar nicht gesehen. Tja, ich bin halt schon ein richtiger Tierprofi. Ja. Erste Milch, Goldmilch, yeah. Oh, kann ich die Käsepresse schon herstellen? Ja. Ja, Hartholz, Kupferbahn, yes. Okay, jetzt geht's ran an die Käsepressen. Ran an die Käsepressen, Leute. Let's go. Machen wir gleich mal zwei, wir haben zwei Kühe, das passt. Da war irgendwo Harz drin, ne? Ja. Dann kommen jetzt hier Steine rein. So. 1000 Harz. Für was braucht man eigentlich Harz? Irgendwas kann man damit machen, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, was. Tierprofi am Start, ja. Dünger, Dünger. Ja, Phoenix Merle, danke. Ich wusste es, dass da was war. Den muss ich gar nicht mehr abgeben. Der war mal in einem Bündel, aber anscheinend muss ich den nicht mehr abgeben, die Morchel hier. War in einem Bündel gefragt, aber jetzt nicht mehr. Es klebt. Es klebt, es klebt. Verkaufe ich die direkt? Nee, wir haben ja jetzt Käsepressen. Hör, wir haben Käsepressen. Wie konnte ich nur gerade sagen, dass ich die direkt verkaufe? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wir machen natürlich Käse draus. Am besten hierhin, oder? Das sind ja auch gleich die Kühe. Packen wir hier die Käsepressen direkt hin. Machen wir direkt Goldkäse hier. So gehört sich das nämlich. Direkt Goldkäse rausballern. Handballer benutzen auch Harz. Echt? Das wusste ich gar nicht. Boah, das ist ja voll das eklige Gefühl dann die ganze Zeit. Also jetzt ernsthaft. Das ist ja ein ganz ungutes Gefühl. Ja. Stelle ich mir anstrengend vor. So, Mayonnaise hebe ich mir jetzt eins auf. Für Erntedankfest. Ich denke, jeder sollte mit Respekt behandelt werden. Gibt schon genug Leute, die echt gemein sind? Das ist definitiv der Fall. Stimme ich dir 100% zu. Gibt sowieso zu wenig Respekt auf dieser Welt. Mit Text ist es immer schwer, gerade so was wie Sarkasmus oder Ironie richtig rüberzubringen. War ja auch letztens so, wer... Ich glaube, irgendjemand hat einen veganen Witz oder einen Vegetarier-Witz gebracht im Chat. Und dann habe ich gesagt, okay, einmal bitte die Bestätigung, dass das Ironie war, ansonsten bann ich dich. Wer war denn das nochmal? Ach, egal. Irgendjemand. Und es war halt wirklich Spaß. Also es war halt wirklich das, was halt die... immer sagen, die vom Land. Nicht immer.
aber manchmal. Ich komme vom Land, Leute. Strongman-Bereich nutzen wir auch Harz. Was ist denn ein Strongman-Bereich? Um die Atlas-Stones besser heben zu können. Okay, Resor, du darfst mich jetzt aufklären. Was, wer, wo, wann, warum? Erklär mal. Ich will's wissen. Cersei will's wissen. Cersei will's wissen. So, wann ist denn Robin fertig? Robin, mach schneller! Ich glaube, morgen ist sie fertig. Dauert nur 2 Tage, glaube ich. Dann gibt's Hasen. Kleine Hasenbabys. Ich erinnere mich, wobei ich bei dem Spruch direkt einen Timeout gegeben hätte. Weil ich finde, das sagt man nicht mal im Spaß. Aber gut. Matt Rabbit, sei mal Streamer. wenn ich sowas immer direkt timeoute, ohne vorher nachzufragen, okay, war das jetzt Ironie? Ja, das wird nicht gut ausgehen. Die Umstellung vom Flexi zum Veggie fällt immer noch hart. Jährlicher Vorsatz. Das ist okay. Das ist okay. Katzenhaar. Vollkommen okay. Wir tun doch alle nur unser Bestes, ne? Und jeder auch in seinem Tempo. Und das ist vollkommen in Ordnung. Kurz gesagt, Sport. Okay. Ich hab was gelernt. Achso, hat es mit Krafttraining zu tun, beziehungsweise mit Gewichte heben. Das hätte mir schon gereicht. Das sind nur sehr fachliche Begriffe, glaube ich. Ich selber hebe auch Gewichte, nur nicht professionell, nur zum Fitsein eben. So, übrigens haben wir es hier auch noch nicht nach hinten geschafft. Sorry, alles gut. Hä, wieso sorry, Riso? Ich frage, ich bin neugierig. Zu viele Bäume. Okay, ich glaube, morgen ist sie wirklich fertig. Käse! Käse! Muss ich den abgeben? Kann ich ja. Ja, Käse! Ey, wo sind denn... Hä? Wie haben wir denn schon wieder 12.000? Hä? How? Was? Wir haben doch gerade um 25.000... die Erweiterung gekauft. Wie haben wir das jetzt schon wieder hingekriegt? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ich bin froh. Aber what? Nein, nein. Ist nicht die Gewürzbeere aus. So. Wo die Zeit hinfliegt. Hinfliegt. Wo die Zeit hinfliegt. Baumdünger. Ach was, das gibt's? Echt? Ja, also Witze über anderes Essgewohnheiten machen ist wirklich uncool. Und generell das Ganze zum Verzicht zu irgendwas zwingen, bringt sowieso nichts. Also jeder muss das am Ende selber für sich entscheiden. Und ja. Also ich bin... vom Land. Ich bin im Land aufgewachsen. Ich habe mehrere Verwandte, die Bauernhöfe haben und bin die erste aus der Familie, die Vegetarierin ist. Und es war einfach nur hart für mich, weil ich vom Land komme und da das natürlich gar nicht, also vom österreichischen Land und das da natürlich, also diese Gedankenwelt noch ganz weit hinten ist. Ist so. Fakt. Und ja, es war für meine Family auch schwer.
Wir haben den Luxus übrigens. Der Luxusstall. Es war für meine Family schwerer als für mich. Und es ist bis heute. Das ist halt tatsächlich so. Teilweise tun sie sich leichter. Ich bin auch voll erstaunt auch von meiner Oma. Also die hat nämlich einen Bauernhof. Und von der hätte ich es eigentlich als letztes erwartet. Aber die zeigt halt die eigentlich fast das meiste an Verständnis auch für meine Ernährung. Und wird auch bei Familienfeiern auch immer nachfragen, hey, was soll ich für dich kaufen, damit ihr auch was essen könnt und so. Und mit anderen kann man sich halt auch gar nicht drüber unterhalten, weil es einfach zu wild wird. Und da höre ich dann auch immer auf zu diskutieren, weil das wird ganz schlimm. Mit Baumdünger geht's schneller. Ach was! Wenn man bestimmte Bäume an bestimmten Stellen pflanzt, für Monks wie mich, Merle, ich verstehe das. Also ich habe hier auch, nee, ich bin nicht, nein, also das ist hier alles nicht zu meiner Zufriedenheit. Wie auch hier, ich meine, was ist das hier zum Beispiel? Und warum, ja, alles hier ein bisschen weird. Aber ja, cool. Also Baumdünger merke ich mir dann. Ironie voraus, wenn ich grille, will ich ein Karnickel und nicht dessen Futter auf dem Rost. Ja, genau sowas. Das ist halt, wenn dann jemand nicht Ironie hinschreibt und nicht klar macht, hey, das ist jetzt wirklich so, weil uns das oft gesagt wird, ins Gesicht, obwohl wir Vegetarier oder Veganer sind. Und das mit vollem Ernst. Das ist halt diese Ironie. Und wenn man da nicht sagt, es ist Ironie gerade, dann weiß man halt nie, wie man das wie man das aufnehmen soll, weil wir eben die Erfahrungen gemacht haben, dass uns das wirklich ins Gesicht mit vollem Ernst gesagt wird und wir nicht mehr erkennen können, war das jetzt Ironie oder nicht. Es hört sich natürlich nach Ironie an für einen Außenstehenden, aber leider nein. Genau, niemand soll jemand anderen was vorschreiben, that's the fact. So, kann ich die jeden Tag? Ich wollte gerade sagen, kann ich die jeden Tag gießen? Jetzt gibt es nicht nur Hühnerdusche, sondern auch Kuhdusche. Aber ja, ich kann die jeden Tag melken. Sehr schön. Oh, Mani wird heute nicht da sein, oder? Ich fühle das, dass sie nicht da ist. Ich kann keinen Brust einlösen, obwohl es gar lange nicht mehr eingelöst wurde. Dann wurde es heute zu oft eingelöst. Das hat tatsächlich ein Limit. Mani, bitte sei da. Bitte. Ja. Brauchst du Dinge? Ja, ich brauche ein Tier. Und zwar hier Hasen. 8000. Ich kann mir nicht mal zwei kaufen. Ich muss ein... Oh, Chukipa, Cam, Susabella, Tratotze, Pinel, Mev, Chile, Frutscho, Trosi, Catch, Base, Beardo. Was? Briedo? Green Nose, Track, Billy, Lella, Mi, Bracci, Sacabella, Bretschers, Wuppo, Jeppi, Billy, Frekiko, hä? Tini, Fruffy, Kong. Kong ist irgendwie ein bisschen süß, oder? Jeppa, Breko, Chuzu. Ey, habt ihr Namensvorschlag? Nee, Klopfer würde ich nicht nehmen. Nein, danke. Nee, Klopfer bitte nicht. Hi, Knuffen. Hallo. Bunny, Happy. Okay, wir haben Huffy, Puffy, Bobo und Boba. Wie nennen wir die Hasen, die zwei? Also ich werde noch einen zweiten holen. Ich habe zwar jetzt gerade nicht genug Geld, aber wir brauchen wieder so einen Partnername. Obwohl wir ein drittes Huhn haben, das irgendwie anders heißt. Leute, seid mal kreativ. Hoppel. Ding und Dong. Oh mein Gott, Ding und Dong ist gut. Ich glaube, ich nehme Ding und Dong. Mm. Ding und Dong ist gut. Bing und Bang. Ich glaube, es wird Ding und Dong. So, ich sende die kleine Ding.
Sofort zu ihrem neuen Zuhause. Alles klar. Hab ich irgendwas, was ich dir verkaufen kann? Ja, Milch. Ah, okay, nee. Hätte ich jetzt nicht tun sollen. Ich hätte Käse da. Ich kann hier keinen Käse verkaufen. Aber ich hätte hier Käse draus machen sollen. Kohlrabi. Kohl und Rabi. Kohl und Rabi wäre auch cool gewesen. Aber es wird Ding und Dong. Ding Dong. Okay, wir haben jetzt ein Babyhaus. Ey, geh wieder rein. Böse Kuh. Wo ist unser kleines Babyhäschen? Hallo? Oh, die ist draußen. Die ist draußen. Es hat sich verlassen. Oh, da ist es. Oh, hallo Ding. Ding scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Er gewöhnt sich an sein neues Zuhause. Okay, Ding. Cutie. Cutie patootie. Die Kuh, wie sie einfach draußen rumläuft. Du machst mich wahnsinnig, Kuh. Da habe ich so einen schönen Stall und so einen schönen Auslauf für euch gemacht. Die wissen das einfach gar nicht zu würdigen. Die ollen Nasen. So, aus Milch machen wir Käse und Käse können wir verkaufen. Also einen Käse behalten wir. Ich bin sauer, dass der eine Käse kein Goldkäse geworden ist, weil es war ja eine Goldmilch, die ich reingepackt habe. Aber nein, wurde leider kein Goldkäse. Aber wir heben es trotzdem auf fürs Erntedankfest. Wie ist eine Katze und ein Kapibara, ein Katzibara? Sehr gut. Die Milch kann ich zurückkaufen. Ach, alles gut, ist das behalten. Soll sie warten, bis es sauer wird. Alles klar, Katze, dann Mahlzeit. Und dann noch zwei zu und lang. Ding, Ding, zu lang. Was? Ey, das peile ich gerade nicht. Okay, hey, wir waren schon ewig lang nicht mehr in der Höhle. Wahrscheinlich gibt es da schon neue Sachen. Das Ding ist, in die Höhle müsst ihr gar nicht jeden Tag gehen. Das spawnt eh nach. Okay, heute gibt es Brombeeren im Angebot. Ohne Goldbrombeere. Ist aber toll, aber wir verkaufen das. Wir brauchen das nicht, wir verkaufen das. Ich sollte auch dringend wieder mal angeln, oder? Ich glaube, zum Abschluss dieses Tages, dieses wunderbaren Tages, wo jetzt schon wieder hier eine Ente draußen ist. Ich weiß, ich bin selber schuld, ne? Also das weiß ich schon, weil ich die Türen nicht zumache. Aber trotzdem, sie sollen drin bleiben. Wir werden jetzt noch zum Abschluss ein bisschen angeln hier. Zu diesem wunderschönen Tag, weil denn es ist erst 13.20 Uhr. Und ich gehe noch nicht um 13.20 Uhr schlafen und in die Mine brauche ich auch nicht mehr gehen. Kurze Frage, wie bekommst du den weiten Ausschnitt hin? Bei mir ist es immer näher dran. Also ich sehe weniger vom Hof. Ach so, das Bild. Bildausschnitt. War kurz verwirrt. Da gehst du hier in Optionen und dann kann man das tatsächlich hier irgendwo einstellen. Hier. Vergrößerungsstufe. Da. Kannst du voll nah rangehen. Das ist voll ungut. Tja. Ich bleib bei 100. Ich hoffe, das hätte geholfen. Ich weiß, die Frage ist nicht gern gesehen. Oh Gott, was kommt jetzt? Nee, ich bin nicht mehr lange live. Das ist der letzte Tag, den ich spiele. Aber nicht schlimm, wenn es keiner versteht. Alles gut. Aber es war wirklich gerade weird. Also ich kenne diese Anspielung nicht. Deswegen vielleicht schon irgendwo oder so. Keine Ahnung. Ich kenne den Insider nicht. Bin ich aufgeklärt. Supi, vielen Dank. Probiere ich nachher gleich mal. Ja. Also da kann man hier echt ein bisschen... Ah. Oh, wieso bist du so ein schwieriger Fisch? Okay, die Truhe kann ich vergessen, weil der Fisch einfach zu aufgeregt ist. Ich habe 24 verschiedene Fische.
Eine Tigerforelle. Ich hatte die noch nie. Ah, wie cool. Ja, stimmt, ich habe im Herbst noch nicht geangelt. Okay, da ist ein bisschen gechillter. Da ist ein Chillfisch. Ah, das schaffe ich sogar perfekt. Was habt ihr denn erwartet? Ein Lachs! Ich hatte noch nie einen Lachs. Einfach ein Lachs. Doch, er will. Er muss. Ein goldener Lachs. Sorry, ich bin aufgeregt. Aber ich hasse Angeln und wenn dann mal was gut läuft, dann ist es toll. Okay, ein Schwarzbarsch. Den Lachs habe ich gerade gefunden. Das ist mein Lachs. Nicht dein Lachs, mein Lachs. Okay. Dann gehen wir hoch zum Teich. Da gibt es sicher was Neues. Oh, Sebastian, hallo. Oh, liest du eigentlich, Dodo? Ich mag gute Liebe. Nee, nein, ich lese nicht. Nee, oh, die Klassiker? Nee, wir machen mal Sci-Fi und Fantasy. Oh ja, hast du das neue Höllensage X gelesen? Ich werde dir nicht verraten. Nichts verraten, aber oh mein Gott. Dankeschön, Sebastian. Oh mein Gott. Ich mache auf YouTube nicht live, nein, nur auf Twitch und TikTok. Robin, hallo! Ja, der neue Stadi ist supi, danke. Also ich glaube, mehr wird mein PC auch nicht so packen. Also dann noch auf YouTube, weil es ist auch wieder gute Qualität, nicht wie auf TikTok. Das wird, glaube ich, auch mein Internet und mein PC nicht so ganz hinkriegen. Da bräuchte ich ein Dual-Setup. Also zwei Setups, eins, wo ich spiele, eins, wo ich streame. Ein Karpfen, den kennen wir schon. Oh, ich verliere gerade meine Stimme, das ist ganz selten. Hab's doch wieder in der Woche geschafft, weil sie dann... Ja! Freut mich. Oh, perfekt, aber es ist auch wieder ein Karpfen, ja. Oh, Gold, oh, lila! Ein Obsidian-Karpfen. Nee, warte mal, Iridium-Karpfen ist es hier. Kein Obsidium. Let's go to the mall. Oh. Oh. Man hat auch so nervöse Zucker. Kaunibachi. Let's go to the mall. Okay, ich fange hier nichts mehr Neues. Oh, ein Pilzi. Ich verabschiede mich dann für heute auch schon. Es geht jetzt nämlich zum Sport. Oh, Leon. Bis Sonntag, Leon. Viel Glück beim Sport. Jetzt noch so spät? Krass. Viel Spaß dir und pass auf dich auf. Und schön, dass du da warst. Bis Sonntag. So, müssen wir hier was abgeben? Ja, die Tigerforelle. Definitiv will die Tigerforelle hier abgegeben werden. Dann liefern wir die. Ja, jetzt noch. Leon ist sehr motiviert. Oh, guck mal, hier. Es fehlt hier nur mehr der Katzenfisch. Der wird wahrscheinlich ein Winterfisch sein. Das wird ein Winterfisch sein. Beim Angeln kriegt man aber auch richtig viel Geld, ne? Also, wenn man das kann. Und... wenn man viel fängt und mit Köder und so, dann, ich meine, ihr seht schon, hier richtig viel Gold. Einen lilanen. Da kriegt man halt richtig viel Kohle auch. Muss da mehr angeln. Ja, ja. Aber ist schon spät. Okay, so ist fertig. Im Regen? Aha, oder muss ich im Regen angeln? Okay, Herbst ist ja noch ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Laula! Laulau. Sorry. Laulau, danke für dein Follow.
Laulaul-KV. Wie darf ich dich denn nennen? Danke für dein Follow. Oh, ne Rabe. Nee, ne Eule. Ne Eule. Hallo. Streichel, streichel. Hallo. Katzenfisch, Frühling und Herbst im Fluss. Wenn es regnet. Okay. Wie ich gerade katzenfrech gelesen habe. Es wird hier immer kreativer. Wir wollen dich angeln sehen. Ist bei dem Spiel gleichzusetzen wie wir wollen dich leiden sehen. Nein! Guckt! Hey, Fische Stufe 6. Ja? Also, ich bin wirklich schon Profi. Köderhersteller. Sehr cool. Ein Dreher können wir jetzt machen. Oh, ich will aber einen Wobbler. Neues Herstellungsrezept, fallen Fischköder. Oha, ja, cool. Und Sonarköder. Oh, was? Was ist das alles? Ich glaube, ich habe früher immer so wenig geangelt in Stardew Valley, dass ich noch nie so weit gekommen bin. Weil ich Angeln einfach hasse. Aber gerade macht es Spaß, wenn man immer neue Fische fängt. Ciao, meine lieben Leute. Es regnet. Aber auch Honig ist auch fertig. Das werden wir im nächsten Part dann erleben, dass Cersei im Regen angelt. Ne? Also nicht diesen Part, sondern nächsten Part. Denn ich mache für heute Schluss. Und an meine YouTube-Zuschauer, Dankeschön fürs Zugucken. Danke, dass ihr bis zum Schluss wieder mit dabei wart bei diesem 3,5-Stunden-Part. Oh wow, es ist wieder lang geworden. Und ja, ich hoffe, ihr liked mein Video und lasst ein Abo da und kommt vielleicht auch auf Twitch vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann demnächst und ja, bis dann. Ciao.